Jetzt bei Wer weiß denn sowas XXL. Das Comedy-Duell. Axel Schröder gegen Ingolf Lück. Das Duell der Filmdieten. Jessica Schwarz gegen Josephine Preuß. Und das Duell der Giganten. Iris Berben gegen Christoph Maria Herbst. Natürlich werden sie alle unterstützt durch unsere Teamkapitäne Bernhard Hoecker und Elton. Und hier ist Kai Pflaume. Herzlich willkommen, guten Abend. Guten Abend auch Ihnen zu Hause. Ein herzliches Willkommen. Unsere Gäste heute, meine Damen und Herren. Oh, das kann sich wieder mehr als sehen lassen, oder? Sowas gibt's nur bei Wer weiß denn sowas und ganz besonders in unseren Wer weiß denn sowas XXL-Ausgaben. Herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind. Meine Damen und Herren, natürlich werden unsere beiden Teamkapitäne Bernhard und Elton heute hier wieder das Spiel anführen. Aber ist ja gut. Ne? Ich wollte gar nicht gerade sagen, wussten Sie eigentlich das, meine Damen und Herren? Josephine Preuß, Jessica Schwarz und Iris Berben noch nie in einer Quizshow waren und heute hier ihre Premiere feiern? Ja, also seien Sie gespannt. Gut, dass ihr zu uns gekommen seid. Wir freuen uns sehr auf drei spannende Spielrunden und natürlich auch ein spannendes Finale. Auch heute geht es ja für einen von euch Sechsen wieder um 50.000 Euro für einen guten Zweck. Und es geht für unser Publikum natürlich auch wieder um einiges Geld. Werden wir sehen, wie es läuft. Also, wir wünschen Ihnen ganz viel Spaß. Und jetzt geht's los mit der ersten Runde. Und die bestreiten Axel Schröder und Ingolf Lück. Los geht's. Den Platz machen wir. Danke, 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 danke. Bring die Damen kurz weg. Ja, ja. Mach das bitte. Merci. Vielen Dank. Vielen Dank. So. Okay. Ja, muss doch mal ein bisschen hier. Ja, ja. Ja. Entschuldigung, Kai, hatten wir das schon mal, dass auch die Gegner jetzt auf meiner Seite sind? Ja, ja. Es ist nicht ganz freiwillig. Ne? Normalerweise sitzen immer zwei unserer prominenten Gäste, die in den nächsten beiden Runden drankommen, hier und zwei sitzen da, so wie es dann auch die Teamverteilung. Aber es war heute irgendwie, wir hatten da ein Stück Tribüne abgebaut und jetzt ist ein bisschen eng da. Ne? Na ja. Ich darf noch mal nur fürs Protokoll sagen, ich fühle mich unfassbar wohl hier. Ja. Nein, ich komme mir aber auch ein bisschen alt vor, weil die drei ja noch nie in einer Quizshow waren. Es ist ein bisschen dazwischen. Ja, ja. Aber ihr vier hebt auch die Frauenquote ein bisschen auf der Seite hier. Ja. Insofern, ich vor allem. Ja, ja. Ja. So, ihr Lieben, bevor wir starten, werden wir natürlich auf die Publikumsverteilung schauen. Unsere Zuschauer machen sich immer wochenlang Gedanken, auf welcher Seite in unserem Publikum sie Platz nehmen. Ja? Und hinter Bernhard und der ersten Runde Atze Schröder sind es 84. Und hinter Team Elton, Elton und Ingolf Lück, sind es 45. Ja, 45 unentwegte. Ja. Aber ihr wisst natürlich auch, was das für den möglichen Pro-Kopf-Gewinn bedeutet. Aber schauen wir zuerst einmal auf unsere 12 Kategorien in der ersten Runde. Hier ist die Wand. So, die 12 Kategorien in der ersten Runde sind Gesundheit, tierisch-tierisch, clever, Wunder der Natur, im Labor, Musik, Flugreise, damals Essen und Trinken, das Fragezeichen Wie bitte und Trick 17. Habt ihr euch schon entschieden? Also ich finde, clever passt zu uns. Dann lass uns doch direkt clever nehmen. Oh ja. Wollen wir gleich so einsteigen? Nee, natürlich. Oh ja. Oh, ich finde, Wunder der Natur würde auch zu euch passen. Ja. Aber, danke, danke, danke. Fangen wir doch mal mit clever an. Erste Frage für euch. Damit eine neue Jeans ihre Farbe besser hält, sollte sie vor dem ersten Waschen A.
trocken mit einer Nagelbürste abgeschrubbt werden, B, in kaltem Salzwasser eingelegt werden oder C, 30 Minuten in den warmen Backofen gegeben werden? Hast du dir schon mal eine neue Jeans gekauft? Meistens bleiben die über. Ja. Irgendwo. Ja, also trocken mit der Nagelbürste abgeschrubbt werden, kann man sich... Nee, das halt, dann würde ja, das ist ja dann Used Look. Ja, ja, ja. Das ist, oder Vintage. Also B würde so ein bisschen, klingt nach Sinn. Ja, ne? Kaltes Salzwasser, Ionisierung hatten wir schon mal. Was? Du kannst Worte? Ja, ich habe genau die genommen, die Worte. Du nicht kennst. Das waren nur 5. Ja. 30 Minuten in den warmen Backofen gegeben werden, aber vorher ausziehen. Aber Jeans sind ja jedenfalls ein Thema, ne? Absolut. Du bist ja passionierter Jeansträger. Total, aber ich bin noch nie in diese Situation gekommen. 30 also Minuten? Zu waschen. Also A. Nee, dafür müsste man ja auch die Cowboystiefel erstmal auskriegen, ja, bevor man die Jeans ausziehen kann. Die ziehen immer nur aus, wenn sie voll sind. Hm? Ja, aber also kaltes Salzwasser scheint mir am logischsten zu sein. Sollen wir es riskieren direkt am Anfang? Ja, ich lass uns was riskieren. Direkt am Anfang? Ja, komm, wir nehmen B. Wir nehmen B. Wir nehmen B. Okay, ihr springt mit der ersten Frage ins sofort kalte Salz. In kaltes Salzwasser. Hohes Risiko. Ja, aber wirklich. Neue Jeanskleidung verliert beim ersten Waschen meistens sehr viel Farbe. Um dies zu verhindern, sollte die Jeans vor dem ersten Waschgang für etwa eine Stunde in kaltem Salzwasser eingelegt werden. Optimal ist ein halber Esslöffel Salz auf einen Liter Wasser. Das Natrium lässt die Fasern aufquellen und die Farbe kann noch tiefer in das Gewebe eindringen. So entsteht eine waschfestere Färbung. Nach dem Einweichen einfach kurz auswringen und im Schonwaschgang in die Waschmaschine. Clever. Erste richtige Antwort, die ersten 500 Euro auf dem Konto. Ganz wichtig ist, Jeans immer auf links waschen. Wegen der Reibung. Ja, ja. So, also, ersten 500 Euro sind ausgezahlt und wir kommen zur ersten Frage für euch. Aus welcher Kategorie kommt sie? Wir hoffen auf einen ähnlichen Haushaltstipp bei Trick 17. Würden wir nehmen, ja. Könnte darauf hinauslaufen. Wie lässt sich ein Faden bequem in eine Nadel einfädeln? A. Faden vorher 30 Minuten auf die Heizung legen. B. Nadel mit Haarspray einsprühen. Oder C. Nadel und Faden gemeinsam auf der Handfläche reiben. Nadel und Faden gemeinsam auf der Handfläche reiben? Was macht das für einen Sinn? Das glaube ich auch. Die Nadel lädt sich irgendwie auf, aber das hat ja nichts mit der Öse zu tun. Ne? Das heißt, man muss ja den Faden, die Nadel mit Haarspray einsprühen. Das heißt, da würde der Faden dran hängen bleiben, also eher, ne, an dem Haarspray. Ist das gut jetzt für das Einfädeln? Wenn er jetzt der Faden gestanden hätte mit Haarspray, dann hätte ich das sofort gesagt. Genau, weil der steifer wird, ne? Ist der steifer? Ja, genau. Besser ein. Aber warum denn die Nadel mit? Aber vielleicht passiert das ja, wenn man den Faden vorher 30 Minuten auf die Heizung legt. Aber wieso gerade 30 Minuten? Ja. Ja. Das finde ich auch. Und die Heizung muss dann wohl auch an sein, denke ich mal. Ja. Was macht man im Sommer? Was macht man im Sommer? Extra die Heizung an, hochfahren? Also, das wär ja Quatsch. Das muss ja aber immer gelten, denke ich mal. Ne? Gemeinsam auf der Handfläche reiben. Also, das ist die verrückteste Idee eigentlich. Ne? Also, wenn man beide reibt, gemeinsam, meinst du, da reibt sich dann der Faden in das Nadelöhr rein, zufällig? Würde das passieren? Das wär ja Zufall. Also, wir haben zweimal Hitze, ja? Wir haben zweimal Hitze, Reibung. Ne, also A und C, einmal auf die Heizung legen, Hitze, dann, das wird ja auch Hitze, wenn man das reibt. Und B, das fällt komplett raus, eigentlich. Also ihr könntet das Publikum fragen, ne? Mit Statik, das wäre Statik, das wäre Hitze, das wäre Statik und das ist einfach Haarspray. Warum mit C nehmen? Weil das so abstrus ist? Weil es so abstrus ist? Ja, ist gut, lass uns die, dann nehmen wir das C. Wir nehmen C. Oder, beziehungsweise du sagst es ja, du bist ja der Chef. Okay, also dann haben wir C eingeloggt. Schauen wir, ob ihr eine Runde weiterkommt. Ja, Herr Lambi. Einen Faden in eine Nadel einzufädeln kann langwierig und nervig sein. Ein einfacher Trick hilft. Den Faden mit der Nadel zusammen auf der Handfläche reiben. Ein Teil des Fadens fädelt sich automatisch in die Öffnung der Nadel ein. Jetzt nur den Rest des Fadens durch die Öffnung ziehen und der Faden kann fixiert werden. Verrückt, oder? Was man hier alles lernt. Ja. So, auch bei euch die ersten 500 Euro. Und ja. Nächste Kategorie für Bernhard und Atze.
Fliegst du gerne? Ja. Wir fliegen. Wir machen eine Flugreise. Bei einem Direktflug ist im Unterschied zu einem Non-Stop-Flug nur garantiert, dass A. es sich um einen Flug innerhalb eines Kontinents handelt, B. mit derselben Flugnummer weitergeflogen wird oder C. keine Umwege geflogen werden. Ja, ja, die Frage hatten wir noch nicht. Nee, die ist neu. Die ist ganz neu. Ja. Wir haben für heute Abend mal knallhart neue Fragen rausgeholt. Aber schöne Frage. Aber ich glaube, das interessiert viele Zuschauer. Ja. Gute Frage. Es gibt erstmal interessant, da habe ich darüber nachgedacht, dass es einen Direktflug und einen Non-Stop-Flug gibt. Ja. So. Ich habe immer gedacht, es wäre dasselbe, aber das lerne ich ja jetzt gerade, es sich um einen Flug innerhalb eines Kontinents handelt. So. Also garantiert ist nur das. Ja. Der Direktflug innerhalb eines Kontinents ist. Es gibt also keine Direktflüge nach New York zum Beispiel. Ist das, habe ich die Frage und die Antwort richtig miteinander? Es gibt, also in diesem Fall. Nee, nur ob ich das verstanden habe, was da steht, weil manchmal verstehe ich schon gar nicht, was da steht. Es heißt ja nur, dass keine Umwege geflogen werden, oder? Mit derselben Flugnummer. Aber selbe Flugnummer, selbst, ja. Also, wenn da steht, keine Umwege geflogen werden. Ja. Das würde ich, das wäre juristisch. Umweg heißt ja, ich fliege von hier nach New York und lande kurz in Amsterdam, sowas. Ja. Das wäre ein Umweg, aber ich kann drin sitzen bleiben, sowas. Das wäre dann aber für mich nonstop. Und das, was hier beschrieben wird in den Antworten, ist ja das, was den Direktflug ausmacht, im Gegensatz zu dem Nonstop-Flug, was wiederum für uns relevant ist. Genau. Ja, genau. Das heißt, wir müssen überlegen, was ist das Besondere an einem Direktflug? Ganz genau. Und das kann ja... Und? Dass da ist schon einiges schiefgegangen. Statt oder nicht? So, findet der Direktflug nur auf einem Kontinent statt? Das können wir, glaube ich, auch schließen. Aber es gibt doch Direktflüge nach New York, oder? Über Amsterdam. Natürlich über. Aber es gibt Nonstop. Ja, bisher war für mich ein Direktflug immer ein Nonstop-Flug. Also wenn sie hieß Direktflug. Ja, das hat sich jetzt gerade geändert. Das heißt, seit bei einem Minuten. Das heißt, bei einem Direktflug ist vielleicht nur garantiert, dass es dieselbe Flugnummer ist. Also dieselbe Flugnummer ist ja. Also du meinst, absurd. Der Direktflug fliegt keine Umwege. Ja. Das heißt, der Nonstop-Flug fliegt Umwege. Nein. Also ja. Das hast du mir sehr schön begründet. Damit fällt C schon mal flach. Gut, wir brauchen drei neue Antworten, okay. Herr Pflaume. Ja. Wenn Sie mal das kurz. Das gibt ja alles überhaupt keinen Sinn hier. So, es deshalb würde ich C auch. Drei neue Antworten oder eine neue Frage? Keine Umwege. Beim Direktflug. Deshalb, ich kann mir nur B vorstellen, weil C nicht, also mit Umwegen, wäre für mich. Das nonstop. Wer dann nonstop ist ohne Umwege, ohne Zwischenlandung. Und mit derselben Flugnummer, das ist halt garantiert. Dass du dieselbe. Da bin ich aber auf die Auflösung gespannt. Pass auf, ist nur garantiert. Ja, tanzen die Auflösung. Ja, bei einem Direktflug ist nur garantiert, dass dieselbe Flugnummer weitergeflogen wird, aber nicht, dass du direkt dorthin fliegst. Also quasi München, Hamburg über Shanghai. Das mit derselben Flugnummer ist immer noch ein Direktflug. Das überzeugt mich, aber das ist ja total bescheuert. Ja, also wir können ja auch bescheuert antworten, warum nicht? Es ist ja nur Unterhaltungsshow. Ja, das hört nur schlagartig auf mit der Unterhaltung. Wenn es falsch ist, dann musst du die mal hinten erleben. Dann ist das aber hier... Ja, aber Sie haben doch was gelernt. Dann ja, wird das hier... Das ist wichtig. Komm mal. Okay. Ich will ja auch gewinnen. Ja, also genau. Du willst ja auch gewinnen. Also würdest du mit mir zu B gehen oder würdest du gerne wo du ja recht hast, Non-Stop-Flug kann ja kein Umweg sein. So, also fällt das schon mal flach. So, aber innerhalb desselben Kontinents... Wir müssen uns wahrscheinlich jetzt langsam mal... Ja. Weil sonst ist der Flieger weg. Ja, dann nimm doch deine verdammte selbe Flugnummer. Hör mal. Ja. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ja, komm, wir halten zusammen. Wir nehmen B. Nehmen B. Also ich sag nur so viel, ne? Es gibt, weil wir ja nun hier gerade in Hamburg sind, es gibt von Hamburg, um das Beispiel zu bemühen, nach New York sowohl Non-Stop-Flüge als auch Direktflüge. Ein Non-Stop-Flug bezeichnet einen Flug, der die Passagiere ohne Zwischenlandung von A nach B bringt. Die Bezeichnung Direktflug ist dagegen etwas irreführend, denn bei so einem Flug kann es sehr wohl zu einem oder sogar mehreren Zwischenstopps kommen. Dabei kann es sein, dass die Passagiere aussteigen. In seltenen Fällen muss sogar das Flugzeug gewechselt werden. Die Flugnummer bleibt aber immer dieselbe.
Solche Zwischenstopps dienen in der Regel zum Auftanken des Flugzeugs oder zum Wechsel der Besatzung. Richtige Antwort, 1000 Euro bei euch. Ja, alles mit Musik. Können wir probieren. Wir probieren. Sind wir eigentlich beide ein bisschen musikaffin? Musik müssen wir eigentlich können, aber oder? Das ist aber auch dein Risiko. Ja? Ja, weil wenn wir es dann nicht wissen, ist doof. Aber wir probieren es. Wir machen das, wir nehmen Musik. Ihr macht das. Wir schaffen das. Yes. Oh, das könnte was für Elton sein. Baro ist in den ersten Sekunden des Liedes Roxanne der Band The Police ein einzelner Klavierakkord zu hören. Das ist ein Auftakt. A. Die dreijährige Tochter des Managers erlaubte sich einen Scherz. B. Der Sänger Sting setzte sich übermüdet aufs Klavier. Oder C. Er tönte aus dem Studio nebenan, wo Elton John probte. Geil. Oh, wow. Das ist geil. Ja. Oh, wow. Ich meine, gut ist schon mal, dass wir das Lied kennen. Aber ja, genau, das Lied kennen aber wir. Das hilft das geht aber so. Und dann fängt es erst an. Roxanne. Aber erst kommt dieser Akkord. Das hätte ich gewusst, dass am Anfang ein Akkord kommt. Das hätte ich gewusst, ja. Aber da kann es hier nicht sein. Das ist ja so laut. Ja, du meinst Studio nebenan. Ich habe gerade gelernt, das Ding mal bei Police. Gut, ist ein Klavierakkord. Elton John, Klavier. Ja. Aber Studio nebenan und das ist so laut, dass das so... Könnte sein, das Studio sind leise eigentlich, ne? Ja. Ja. Sei denn, die Tür stand offen. Ja, ja. Es sei denn, die Tür stand offen, genau. Sting setzt sich übermüdet aufs Klavier. Das sind alles tolle Sachen, alles tolle Antworten. Ja, aber pass mal auf, wenn er sich übermüdet aufs Klavier setzt, ja, kommt da ein klassischer Akkord raus? So wie bei Roxanne ungefähr. Es kommt doch an, wo du dich ja hinsetzt. Ja, eben. Ja, wenn du dich bei C-Dur hinsetzt. Ach so. Ja. Akkorde ist doch etwas schwieriger zu spielen mit den Fingern. Ja, es kommt eher. Das ist ja so Platschen. Ja. So. Ja. Also kein Akkord. Du kannst dann nicht mit dem Hintern kannst du nicht Tonika, Subdominante, Dominante klavieren, ja? Wahrscheinlich. Ich würde aber auch nur so sagen, ich glaube, es hängt auch sehr davon ab, wer sich da aufs Klavier setzt. Ja. Sting ist nicht Meatloaf. Nein, das ist wahr, genau. Das stimmt. Also die dreijährige Tochter finde ich ja toll. Das finde ich eine super Idee eigentlich. Erlaubte sich einen Scherz, aber dann muss sie ja, sagen wir mal, eingegriffen haben in das in die Aufnahme oder in die Aufnahmetechnik oder so. Hm. Das ist... Ich meine, die waren ja Punk, so halb Punks. Ja. Kann natürlich sein, dass der müde war und sich dann einfach tatsächlich raufgesetzt hat und dann fangen die an zu spielen. Naja, und da, also übermüdet ist man ja eigentlich erst nach dem Song, ne? Aber das ist ja jetzt vor dem Song gewesen. Also, wenn er sich nach dem Song draufgesetzt hat aufs Klavier, und wir sind dann drauf gekommen, den Akkord vor dem Song zu machen. Schwer. Also ich meine, Sting spielt Bass, das ist klar. Er spielt eigentlich nicht Klavier. Mhm. Ja. Also, aber das hat nichts, das lässt uns nicht auf die Antwort. So, zu welcher Entscheidung kommen wir? Ich finde A irgendwie ganz süß. Das ist auch eine nette Geschichte. A finde ich auch eine ganz süße also Geschichte. Also C, wie gesagt, dass Elton John, ich glaube, ob die sich auch mochten überhaupt und dass der sagen, ja, wir lassen den Ton drauf von Elton John. Tja, beide sind, können beide setz sich, im gleichen Studio. Weil übermüdet setzt er sich aufs Klavier, das ist nicht ein Akkord, das ist irgendwie so ein... Dann hätte er sich auf den Bass gesetzt. Kann aber eine Dreijährige, ja doch, die kann... Ja. Die hat einfach so draufgehauen. Ja. Ne, so, und da haben die gesagt, vorher hat die draufgehauen, die hat gesagt, okay, Aufnahme startet, ab. Und da hat sie schon draufgehauen. Ja. Und die haben gesagt, wow, das ist ja eine super Idee. Ja. Also, wir wären sehr für A. Wir nehmen A. Wir nehmen A. Ja. Sehr gut. Dann schauen wir uns das mal an. Wer genau hinhört, bemerkt in den ersten Takten von Roxanne diesen einzelnen Klavierakkord. ...1978 in einem Studio bei London tüftelten The Police an ihrem Debütalbum. Als der Klassiker Roxanne eingespielt wurde, hatte Sänger Sting die Nacht zuvor durchgemacht. Seine Kollegen stimmten bereits die ersten Töne an, da ließ Sting sich übermüdet auf einem Klavier nieder. Er war davon ausgegangen, dass die Tastenklappe geschlossen sei. Doch der Sänger hatte sich geirrt und spielte mit seinem Gesäß einen schiefen Akkord. Die Band entschied sich, den Ausrutscher samt Stings Lachen in der Aufnahme zu behalten. Ja. Oh, aber auch toll. Ja, aber wäre auch schön gewesen. Aber Antwort B ist die richtige. Solche Sachen, meine Damen und Herren, erfährt man nur bei Wer weiß denn sowas. Ja, warum nicht? So, nächste Kategorie. Wir gehen ins Labor, weil irgendwie sehen wir beide aus, als wären wir da rausgehüpft. Die Frage,
Welches Gemisch muss in den Rohren entzündet werden, um die Bälle in die Höhe zu katapultieren? Ich hoffe, wir kriegen noch einen Hauch mehr Informationen. Ja. Ja, wir haben da ein kleines Experiment vorbereitet. Ach, das ist ja wieder geil. Ich bin ja jetzt schon bei Knallgasreaktion. So, und damit wir auch in der Lage sind, hinterher mit euch weiterzuspielen. Sehr gut. Das ist übrigens, diesmal kriegen wir zuerst. Normalerweise bleiben wir übrig. Da kriegt erst das Publikum und wenn wir Pech haben... Ja, alle. Der Quote wegen. Ja, ja, für alle. Sehr gut. Vielen Dank, liebe Kollegen. Also, welches Gemisch muss in den Rohren entzündet werden, um die Bälle in die Höhe zu katapultieren? A. Carbid und Wasser. B. Aluminiumpulver und Essigessenz. Oder C. Argon und Sprühsahne. Unser weiter Blick ging sofort hoch. Sofort rüber, ist er, ob einer mit einem Kuchen reinkommt. Ja, genau. So. Warst du in Chemie auch immer so schlecht? Ich war gut. Im ersten Halbjahr hatte ich eine 1, im zweiten hatte ich eine 2, im dritten eine 3, im vierten eine 4. Und da ich gut in Mathe war, wusste ich, dass jetzt der Punkt ist, aufzuhören. Bei mir warst du, dass ich in Physik absolut immer 1 war. Und der Chemielehrer, der auch der, wie es immer so war, der auch der Physiklehrer war, nicht glauben konnte, dass ich so schlecht in Physik, in der Chemie bin. Aber ich war immer wirklich eine absolute Null in Chemie und deshalb... Wollte es direkt ans Publikum weitergeben? Ja. Soll man nicht wenigstens einmal kurz überlegen, dass man merkt, damit die Leute uns auch glauben, dass wir von Chemie keine Ahnung haben? Also wir haben uns beide gerade so versichert, dass wir keine Ahnung haben. Aber bitte, wenn du... Ich war Carbid und Wasser. Carbid? Was ist denn Carbid? Da geht's schon los. Ne? Wasser kenne ich. Pass auf, ich mach Wasser, du erklärst Carbid. Doch fair. Oder? Ja, warte, ich kram jetzt gerade in mir, weil Carbid mein Vater mir tatsächlich damals diesen Chemiebaukasten geschenkt hat. Und da war wirklich auch Carbid dabei. Und es gab auch so ein Experiment, wo es geknallt das hat. Das würde ja. Nein. Aber da war auch, wie heißt denn dieses? Wasserstoff. Peroxid. Peroxid war immer dabei. Carbid und Wasser, ja, klar. Carbid und Wasser. Ich meine, Argon und Sprühsahne. Nee. Dann vor allen Dingen hätten tatsächlich jetzt alle so Schürzen um. Aluminiumpulver und Essigessenz. Kann das sein, dass Essig aus dem Aluminiumpulver rausgast und das knallt? Da wäre mir fast die Frage lieber, ob Essig mit IG gesprochen wird oder mit CH. Ja, das ist egal, du kannst beides. Gerade ja, wenn man aus Essen kommt, ne, dann ist man natürlich. So, was? Danke für den Hinweis. Ja, also, das mit Carbid hat mir total gut gefallen gerade. Ja? Deshalb, wenn wir kein Publikum hätten, würden wir jetzt wahrscheinlich dahin gehen. Aber, ja, aber da wir so ein intelligentes Publikum haben, wo etwa 30... Alle gut in Chemie. Ja. Wer war gut in Chemie? So, oh! Wow. Sehr gut. Sieht mal aus wie ein Chemielehrer. Und du weißt es, ne? Und Freunde... Er war so schnell oben, das war wirklich... Ja, ja, ja. Das heißt, also Sie sehen auch aus wie ein Chemielehrer. Entweder weiß er es... Nein, weißt du, Entschuldigung. Ja. Hallo, guten Abend. Hallo. Marek? Marek. Marek. Chemikant bin ich nicht. Okay, Marek, wir müssen erstmal klären, nur für die möglichen Regressansprüche der Mitratenden und so weiter. Wo kommst du her? Ich komme aus Hamburg. Was machst du beruflich? Das hat damit nichts zu tun. Ich habe dann als Kind mit Carbon... Kinder gespielt und wie gesagt, dann haben wir tatsächlich dann eine Dose Carbid reingesteckt, ein bisschen Wasser rein und dann entzündet und dann hat sich ordentlich Power gegeben. Das habt ihr als Kinder gemacht? Das haben wir als Kinder gemacht. Ja. Haben wir uns getraut. Okay, da kannst du auch, und endlich kannst du mal Hamburg drüber reden. Hamburg. Ganz genau, kann ich ja drüber reden. Halt. Jetzt, wo es verjährt ist. Ganz genau, richtig. Okay. Also du sagst, Marek sagt eindeutig ist Antwort A. Carbid. Alles klar. Marek, dann haben wir das festgehalten. Ja, dann werden wir natürlich jetzt sofort das Experiment durchführen, um hier die Auflösung zu demonstrieren, was denn die richtige Antwort nun der drei vorgeschlagenen ist. Ihr könnt, wartet auf mein Zeichen, ich sage euch Bescheid, bevor es losgeht und ihr hier. So, und da begrüße ich einen Mann bei uns, meine Damen und Herren, der sich hier für unsere Experimente verantwortlich zeigt. Wiederum heute Markus Weber von den Physikanten. Was wäre die Show ohne dich, Markus? Sehr gut. So. So, ich sehe, hier werden notwendige Bestandteile ausgelegt. Ja, und das, was Dagmar da vorne hinlegt, ist Carbid. Und Wasser habe ich auch dabei. Wunderbar! Ja. Also, das ist richtig. So viel können wir schon mal verraten. Ja. Antwort A, Carbid und Wasser
ist die richtige. Und wir haben ja versprochen, das, was Marek als Kind versteckt gemacht hat, ja, wollen wir heute hier ganz offiziell mal demonstrieren. Aber auch verbunden mit der Bitte, das nicht nachzumachen. Ne? Das nicht nachzumachen. Ja, es dürfen nur Kinder, die sind ja zu alt. Ja, ja, ja. Nein, es schauen auch viele Kinder zu. So, wir werden das jetzt demonstrieren. Genau. Es sind einige Vorbereitungen notwendig. Ja. Jetzt dürft ihr hier mal die Kopfhörer aufsetzen. Prost. Ich kipp das Wasser hier schon mal rein. Gibst du mir noch eine Schutzbrille? Ja, keine Sorge. So, Wasser rein, du kriegst die Schutzbrille, ich krieg auch eine. So, genau. Ich erkläre kurz, was ich mache. Ingolf und Bernhard, wir hatten nur noch Elton und Atze haben ja. Sollte auch so gehen, sollte auch so. Ansonsten sind die Bälle ja ziemlich weich. Ich werde gleich das Kabit in die schon präparierten Dosen hineingeben, die Bälle dann nochmal ordentlich reinstecken und dann. Und ich darf anzünden. Mit den Fackeln, die wir gleich anzünden hier, an diesen Löchern die Explosion auslösen. Jawohl. Du traust dir das zu. Das sehe ich. Genau so. Fackeln mache ich an. So. Da fackel ich nicht lange. Genau, und ab dem Moment, wo ich das Kabit da reinschmeiße. Haben Sie es alle auf, Kopfhörer aufsetzen. Das ist wirklich laut gleich. Genau, und ab dem Moment, wo ich anfange, gibt es kein Zurück mehr. Das ist hoffentlich allen klar. So. Muss ein bisschen. Und so, Achtung, es wird ernst. Los geht's. Los. Und zack. Da werden die Rohre geladen. So doll rein drückt er die. Super macht er das. Applaus für Markus Weber. So, die letzten drei, Markus. Perfekt. Und Achtung, los geht's. Wow. 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 Jawohl. Wow. Wow, oh, der brennt der Ball. Wow, wow, wow. Oh. Oh, Mano. Oh. So, was passiert da mit dem Kabit und dem Wasser, dass das... Genau, so eine explosive Wirkung. Wenn man das Kabit ins Wasser hineingibt, dann geht sofort eine chemische Reaktion los und das fängt an zu blubbern. Mhm. Und das da so rausblubbert, ist Acetylengas. Okay. Das wissen viele, man kann damit tolle Explosionen auslösen oder schweißen. Ja, ist dafür sehr, sehr gut geeignet. Mhm. Und das Spannende an diesem Gas ist, das ist sehr explosiv. Das hat man gesehen. Es funktioniert sogar ohne Sauerstoff. Mhm. Sehr beliebt ist das auch in den Niederlanden. Da nimmt man sich dann gerne mal so Milchkannen, legt Fußbälle drauf. Oh, die fliegen dann hoch. Nicht solche Sachen hier erzählen. Ja, ich meine. Oder auch mal so ein Gülleanhänger. Nein, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Aber nicht zu Hause nachmachen. Nein, aber ein großer Spaß. Wunderbar. Markus, vielen Dank für das Experiment. Wir sehen uns ja gleich nochmal wieder. Ja. Danke, Markus Weber von den Physikanten. Und hier wollen wir festhalten, weitere 500 Euro. Ihr steht bei 1500. So, vielen Dank an die Kollegen fürs Abbauen und kommen zur nächsten Kategorie. Bier oder Essen und Trinken. Jetzt müssen wir punkten auf jeden Fall. Wir haben, eben war natürlich ein Chemiker drunter. Vielleicht ist er ein Tierarzt oder jemand, der schon mal gegessen und getrunken hat. Was meinst du, was ist eher? Dann wahrscheinlich eher Essen und Getrunken. Ne? Dann nehmen wir Essen und Trinken. Essen oder? Und Trinken. Gut. Was verrät, ob ein Wein viel oder wenig Alkohol enthält? A. Herablaufen der Flüssigkeit nach Schwenken des Glases. B. Farbe des Weins betrachtet im Gegenlicht. Oder C. Film auf der Oberfläche beim Hineinschauen. Bist du Weintrinker? Früher habe ich noch, als ich noch was vertragen habe, da habe ich Wein getrunken. Aber ich ja gar nicht. Ja. Das ist aber meine. Also das ist auf jeden Fall das, was die alle immer machen, ne? Hier. Ja gut, aber das ist die Farbe. Aber da kannst du den Alkoholgehalt ja öxlemäßig nicht feststellen. Vor allen Dingen macht man das doch nur bei Rotwein, oder? Bei Weißwein? Das betrachtet im Gegenteil. Also bei, ich glaube nicht, dass du den Alkoholgehalt. Also, ich glaube alles nicht. Alkohol machen. Wie auch. Herablaufen der Flüssigkeit nach Schwenken des Glases. Das kann natürlich sein, ob das. Das schwenkt. Ja, und. Das ist mir. Das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Noch nie gehört. Film auf der Oberfläche beim Hineinschauen. Also das Alkohol würde ja heißen, dass der Alkohol sich in irgendeiner Form absetzt vom Wein. Aber naja, das kann ja sein, dass. Meinst du?
Film auf der Uhrwege habt, noch nie gesehen. Nee, also C schließe ich auch aus. Ich glaube, das ist tatsächlich, A. Ich herablaufende Flüssigkeit nach Schwenken des Glases. Könnte ich mir fast auch, stellen wir uns das am ehesten vor? Ja, es geht ja nicht, dass du genau sagen kannst, wie viel Prozent, sondern ob der halt viel oder wenig Alkohol hat. Ich dachte, Wein hat also unwesentlich, die Alkoholgehalte entscheiden sich, unterscheiden sich unwesentlich. 12% oder 14% oder 11. Das kann einer erkennen? Wahnsinn. Ja. So, ja, die müsst ihr ja noch oder, gucken. Ach so, aber oder geben wir das ans... Nee, da müsste ja ein Sommelier unter uns sitzen. Ja, aber wir sind uns doch beide bei A. Sicher, wir sind ja alle bei Hoeker. Weil wir... Ja. Wir haben nur die Leute, die als aber Kinder schließen doch Sprengungen durchgeführt haben. Also auf jeden Fall. Ja. Also, das kann doch nur also zweimal ist es was mit Gucken, ja, und einmal ist es was. Ach, das ist doch was physikalisch. Ja, und das ist doch Alkohol. Vielleicht, vielleicht macht also, Alkohol. Wir nehmen A. Ja. Nehmen wieder A. Mal A. Ja. Zwei Biertrinker. Wenn er gestanden hätte am Kopf am nächsten Morgen, hätte ich es gewusst. Ja. Lehnen sich jetzt hier ganz weit bei der Weinfrage aus dem Fenster. Auch ohne Blick aufs Etikett lässt sich der Alkoholgehalt von Wein ablesen. Einfach das Glas schwenken und beobachten, wie der Wein die Wände herunterfließt. Es bilden sich Rundbögen, sogenannte Kirchenfenster. Sie entstehen, wenn sich durch die Verdunstung des Alkohols die Oberflächenspannung ändert und sich die Flüssigkeit zusammenzieht. Je langsamer der Wein zurückfließt und je größer die Bögen sind, desto mehr Alkohol enthält der Wein. Bei niedrigem Alkoholgehalt sind die Bögen kleiner und die Tropfen fließen schneller ab. Das doch mal mehr als eine Faustregel. Und man muss es ja gut gar nicht immer wissen, man muss es ja nur richtig ausschließen. Ja. So, damit steht ihr bei 1000 Euro. Sehr gut. Yes. Wäre mir zu einfach gewesen. Ja. Weiter geht's, nächste Kategorie. Wir fragen uns die ganze Zeit, was sich hinter wie bitte. Ja, und deshalb nehmen wir es mal. Wir lösen das Problem. Wir kriegen raus, was ist. Und je nachdem gehen wir die Frage einfach weiter, wenn wir dann. Ein Angeklagter stellte 2005 in den USA einen Antrag, seine Haftstrafe von 30 auf 33 Jahre zu erhöhen, weil A. er nach dieser Zeit automatisch geschieden sein würde. B. dies die Trikotnummer seines Lieblingsbasketballspielers war. Oder C. ihm ein Hersteller, ein Hellseher. Oder C. ihm ein Hellseher einen Autounfall für das Jahr 2037 vorhersagte. Ich bestehe auf A, ganz klar. Ich bin Komiker, ich muss auf A bestehen. Ich lasse nichts anderes zu. Es gibt auch diese alte Geschichte, Kandidat Herzblatt. Kandidat A, Sie gewinnen eine Weltreise. Wen würden Sie mitnehmen? A, Ihre Ehefrau, B. Und deshalb ist es hier A. Das musst du doch noch wissen. Ja, weiß ich noch, ja. Ja, ja, A. A, so. Sonst noch was? Hier mal eine Frage? A. Kann man mich nicht verstehen? Der Computer reagiert auf meine... Ist mein Mikro aus? Der reagiert auf meine Stimme. Ah, guck. Alles sprachgesteuert hier. Modernste Technik im ersten deutschen Fernsehen, meine Damen und Herren. Da halte ich mich raus. So, Antwort A ist eingeloggt. Und auch für alle, die heute Abend in unserer ARD-Quiz-App mitspielen, hier kommt die Lösung. Das hätte wohl kein Richter erwartet. Ein Angeklagter stellte in Oklahoma City 2005 einen Antrag auf Erhöhung seiner Haftstrafe und hatte Erfolg. Statt der ihm bereits aufgebrummten 30 Jahre Gefängnis bat er das Gericht, 33 Jahre hinter Gittern verbringen zu dürfen. Damit wollte Eric James Taupe seinem Lieblingsbasketballspieler Larry Bird eine Ehre erweisen. Denn der legendäre Spieler der Boston Celtics trug von 1979 bis 1992 die Trikotnummer 33. Es ist aber nicht übermittelt, ob sich nicht seine Frau vielleicht hat darauf entscheiden lassen. Ja, sehr wahrscheinlich. Leute, der Spaß war es wert. Lieber mal ein bisschen Geld als einen guten Gag verlieren, oder? Ja. Also, es bleibt bei 1500 Euro. Danke für euer Verständnis. Wir machen das schon. Wir machen das schon. Jetzt nehmen wir aber die Tiere. Sorry, jetzt wir machen aber. Das schon. Ich habe mich nicht getraut. Tierisch. Worin unterscheiden sich die Fußabdrücke von einem Fuchs und einer Katze? A. Auf dem Fußabdruck des Fuchses sind Krallen zu erkennen. B. Katzen haben einen Zeh mehr. Oder C. Die Zehen eines Fuchses liegen auf einer waagerechten Linie.
Eieiei. Oh. Hallo Dirk. Ja, darf ich mal sehen? Und dieses erstaunte A und O bezieht sich natürlich nur auf Dirk. Ja. Ja? Aber der Fuchs ist auch süß. Der Fuchs ist auch ein Farbfuchs. Ein Farbfuchs, genau. Ein Farbfuchs. Wie alt? 10 Wochen ist sie jetzt alt. Also du hast gerade schon beantwortet, ein Weibchen. Ja. Ja? Wie heißt sie? Cleo. Ach, wie süß. Ja. So, Dirk, wir müssen an der Stelle, ihr könnt ja überlegen, was ihr glaubt. Du musst mal ein bisschen hier die... Aber ihr könnt ja zu uns kommen. Ja. Alles gut. Ihr könnt auch mal gucken hier. Ja, wir sind ja raus. Weißt du? Ja, komm mal her. Ja, komm mal her. Hallo. Ja, komm mal her. Ja, ist ein Süßer, ist ein Süßer. Kannst ruhig den Fuchs auch anfassen. Hallo. So, Dirk, bei Atze würde ich ein bisschen vorsichtig sein. Ja, der hat sich an den einen oder anderen Fuchsschwanz vergangen. Ja? Das stimmt eigentlich. Ja? Achso, das ist ein Fuchs. Weiß nicht, wie Füchse im Allgemeinen. Solange du das Tier nicht umdrehst, besteht keine Gefahr. Und können wir ihn auch mal einmal haa? Nee, wir können auch gleich nochmal gucken. Aber gut, die krallen uns dann weh. Ihr müsst erstmal hier. Ich wollte gerade darauf zu sprechen kommen, dass Cleo lebt bei dir, weil du eine Wildtier-Auffangstation betreibst. Genau. Ja? Und wie kommt ihr dann zu diesen Tieren? Das ist ein Farbfuchs, das ist kein wild gefundener Fuchs, das ist also eine Nachzucht. Da hatte die Fee ein Baby gekriegt und die haben die bei uns abgegeben, weil wir sowas mit der Flasche großziehen und dann bleibt sie aber bei uns. Kann man euch auch besuchen oder ist das wirklich so, dass ihr das... Ja, wir haben einmal im Jahr den Tag der offenen Tür, immer den zweiten Sonntag im August und dann kann man sich das alles mal angucken. Oh, das ist ja dann bald. Das ist bald. Ja, genau. Also eine gute Sache. Gut. Dann bleib du ganz kurz noch da, dass wir nicht zu viel verraten. Ist aber ein süßer Fuchs. Also ein sehr süßer Fuchs. Kratzt das, wenn der... Ich bin nicht sicher. Achso, okay, alles klar. Also eine Katze erkennt man ja nicht, den Katzenabdruck erkennt man nicht an der Kralle, weil die Katze ihre Krallen ausfährt. Ne, das ist klar, wenn ein Kätzchen irgendwo geht, dann sieht das... Ja, aber das können Füchse auch. Das ist weil Füchse sind doch eigentlich eher mit dem Hund verwandt. Das Einzige, was sie mit der Katze gemeinsam haben, ist die Pupille. Und dass die Krallen ausfahren können, was der Hund nicht kann. Dass ein kann nee oder irgend so was. Wie ist das? Woher weißt du das? Das weiß ich. Wahnsinn! Ach so. Aber. Aha. Deswegen A nicht. Aber Katzen haben ein C mehr ist ja, glaube ich, eigentlich. Das ist ja auch langweilig. Weil dann hätten wir ja auch noch eine Katze hier. Weißt du nicht, was mit dem Fuchs zu tun haben. Auf einer waagerechten Linie, die Zehen eines Fuchses, und daran erkennt man das. Also du hast im Grunde, wenn das, was du sagst, richtig ist, dass die Füchse per se keine Krallen haben. Doch, sondern, die haben Krallen. Ja, aber die fahren sie ein. Die können sie ein- und ausfahren, wie Katzen. Okay, also wenn sie aggressiv sind oder was, oder wenn sie sich verteidigen müssen. Gut, dann fällt ja A raus, weil die ja sich nicht von der Katze unterscheiden. Aber wenn sie laufen, ne? Ein C mehr, das weiß ich nicht. Das ist Quatsch. Die waagerechte Linie. Das heißt also, die haben gerade Sonne. Bei den Katzen überhaupt, ist das da? Ach doch, das ist rund. Katzenpfötchen sind eher so rund. Genau. Und die haben die sonst sind vielleicht gerade, komplett gerade. Was meint denn der Fuchs? Er sagt nichts. Cleo genießt die Zeit hier. Ich glaube, das ist C. Du meinst, das ist C? Was trinkt so ein Fuchs? Wasser einfach? Wasser. Ja, ja. Also als Baby kriegt sie Welpenmilch, ne? Aber dann jetzt kriegt sie nur noch Wasser und Futter hin. Also ich würde normalerweise hätte ich ganz klar für A votiert, aber nachdem Elton ja dieses Chimek-Wissen hat, quasi. Aber das ist ja die Frage. Wann? Kai? Ja? Darf er das beantworten, wenn ich ihn frage, dass Füchse Krallen ein- und ausfahren können? Darf er das beantworten? Nein. Ist nur zum Angucken. Nee, will nix. Tut's wieder rein, danke. Danke. War ja keiner dran. Ja, war ja keiner dran. Lecker. Jetzt ist also natürlich aber die Frage. Ja, die Frage ist natürlich, wenn die laufen, fahren oder die gehen, aus. Ja. Ob sie da die Krallen ausfahren, im Gegensatz zu einer Katze, wenn könnte die sein. Läuft. Könnte sein. Fuchs, du hast die ganze, wenn man mal so in der ganzen Geschichte des Fuchses, nein. In dem ganzen Lied, mit der ganzen einmal eine Katze. Das Lied hilft uns jetzt nicht, oder? Ja. Gib sie wieder her, fahr die Krallen ein. Nee, es kommt nicht vor. Ist es dann vielleicht doch A, weil der jetzt im Ruhezustand keine Krallen hat und wenn der... Aber dann hätte er den ja auch nicht so offen Pullover. Oh, hätte ich das... Ja. Hätte ich das gewusst, was Babyfüchse für eine Wirkung auf Frauen haben, dann hätte ich in jeder Sendung einen Babyfuchs schon dabei gehabt. Ja, natürlich. Ich weiß es nicht. Meinst du, einer aus dem Publikum weiß das?
Also wir können ja sagen, wir finden eigentlich A oder C gut und entscheiden uns trotzdem und fragen das Publikum. Den Förster im Publikum, den fragen wir. Oder wollen Sie sich kurz ins Publikum setzen und dann die Frage beantworten? Nein, geht nicht. Fragen ins Publikum? Dann nehmen wir A. Dann nehmen wir A. Elton hat A gesagt. Der Captain sagt A. Gut, dann nehmen wir A. Nach langer Entscheidung. So, Dirk. Jetzt möchte ich aber auch streicheln. Ja? Ja, das kannst jetzt auch mal ran, Elton. So, wie haben wir es denn jetzt hier? Also, Katzen haben einen C mehr. Das stimmt nicht. Nein. Ja? Und auf einer waagerechten Linie, wir gucken mal hin auf die Pfoten. Nein, die sind nein. Nein. Hey! Nicht ganz so laut. Nicht in genau. So, wie verhält es sich denn nun wirklich? Ja, A ist richtig. Man erkennt das daran, dass eben Krallenabdrücke zu sehen sind. Okay. Ja, weil der Fuchs die Krallen nicht einfahren kann. Genau. Ja. Was? Ja. Aber es ist wirklich ein Kanide und früher hieß er Canis vulpes und jetzt heißt er Vulpes vulpes. Man hat ihn also rausgenommen aus der Familie Caniden. Ach, verrückt. Ja. Aha. Darf ich auch mal? Ja, natürlich. Nee, auf dem Arm nicht, so, aber streicheln. Oh. Ja, toll. Ach, wie süß und wie klein das Gesicht, ne? Oh, ich will ein Zuhause. Nein, das ist kein Haustier. Das ist keine gute Idee als ein Haustier, ne? Also, Dirk, ganz wunderbar. Ja, Antwort A ist richtig. Das heißt, ihr bekommt 500 Euro dazu. Ja. Wir wünschen alles Gute für Cleo und mögen nicht ganz so viele Wildtiere zu dir kommen müssen. Das wäre ja das Allerbeste. Und freuen uns natürlich, wenn es viel Besucher gibt beim Tag der offenen Tür. Da würde ich mich auch freuen. Absolut. Dankeschön. Okay, danke, ne? Dirk Fußbahn und Cleo. Danke. So, wir haben noch vier Kategorien: Gesundheit, Wunder der Natur, damals und Fragezeichen. Sollen wir jetzt die Wunder der Natur, unsere Kategorie nehmen? Ja, ja, ja. Wir nehmen jetzt Wunder der Natur. Ja, weil es so schön ist. Warum sind auf Satellitenbildern vom Baikalsee im Winter riesengroße Ringe im Eis zu sehen? A. Rentiere laufen in Kreisformation über das Eis. B. Methangas erzeugt warme Wasserstrudel. Oder C. Magnetfelder führen zu Druckwellen unter Wasser. Also wenn ich Baikalsee höre, denke ich schon an Methan. Ja, ganz klar. Ist ein Riesen. Es ist ein Riese, eines der größten Gewässer. Ja. Also Rentiere laufen in Kreisformation über das Eis. Das gibt's nur bei Disney. Das. Aber Methangas, das klingt russisch, das klingt nach Baikalsee. Das klingt nach. Genau, und dann bewegen die sich und kanten sich so. Balalaika. Balalaika, das Wort fehlt mir, ja. Balalaika. Magnetfelder führen zu Druckwellen unter Wasser. Magnetfelder, die sind ja da. Eine Druckwelle würde ja w sein. Und ein Magnetfeld ist ja w. Nein, und bei großen Seen. Jetzt kommt der Kivusee ins Spiel. Da gibt es doch seit Jahrzehnten diese Geschichte, dass wenn dieses Methangas, diese Methangasglocke unter diesem See mal, dass dann tausende Menschen ins Jenseits. Richtig, die Geschichte. Und deshalb mit See, Methangas passt schon zum Also die Geschichte stimmt nur mit CO2. Aber ganz genau. Ja. So, was machen wir? Und du meintest auch den Kivusee? Ja, klar. Das ist aber CO2. Methan steigt auf, CO2 legt sich nieder. Ich wäre bereit für eine Antwort. Achso, wir waren noch, tut mir leid, wir haben noch alle private Gespräche geführt. Was war denn hier die Frage? Achso, B, ne? B. Und es sind spektakuläre Aufnahmen vom Baikalsee. Der tiefste Süßwassersee der Erde, der Baikalsee, liegt im kalten Sibirien und ist oft bis in den Sommer hinein zugefroren. 2009 veröffentlichte die NASA Satellitenbilder der ISS, die in der Eisoberfläche zwei dunkle Ringe mit einem Durchmesser von jeweils etwa 4 Kilometern zeigten. Forscher erklären das rätselhafte Phänomen mit der Freisetzung von Methan am Grund des Sees. Warmes Wasser vom Seegrund steigt mit dem Gas nach oben und wird in Drehung versetzt. Der kreisförmige Strom warmen Wassers lässt das Eis an der Seeoberfläche ringförmig schmelzen. Es entsteht ein Ring aus dünnerem Eis, der von oben gesehen dunkel erscheint. Hier muss man sich nicht schämen, wenn man was weiß. Ja. 2000 Euro, neuer Kontostand bei Bernhard und Atze.
ganz schlecht? Gesundheit weiß ich nicht. Ja. Ihr dürft noch einmal wählen. Hast du irgendwas mit Gesundheit oder bist du oft beim Arzt? Ich bin viel beim Arzt. Hypochonder. Ja, ich bin ja nicht mehr Hypochonder, sondern ich bin ja was Neues, das heißt Cybochonder. Das heißt, die im Netz immer sitzen und alles gucken, weißt du? Achso, dann lass uns doch Gesundheit. Die Wehwehchen immer alle nachschlagen. Ja, Gesundheit, vielleicht haben wir ja einen Arzt auch im Publikum. Ja, so, das könnte sein. Gesundheit. Wir nehmen Gesundheit. Ja. Wie halten sich krankheitserregende Bakterien am menschlichen Körper fest? Ach, du liebst. A. Sie erzeugen beim Aufprall einen Unterdruck. B. Ein Greifarm klettet sich an abstehende Eiweißstränge. Oder C. Ihre negative Ladung lässt sie am Körper kleben. Meine Fresse. Das ist ja. Also Moment, jetzt kommen Bakterien auf die Haut. Ja. Und da ist ein Greifarm. Das ist ja unfassbar. Und der klettet sich an abstehende Eiweißstränge. Mhm. Mhm. Das heißt, Bakterien haben einen Greifarm. Sagen beim Aufprall ein. Wahrscheinlich eine Art Greifarm. Ich glaube nicht, dass. Ja, ja. Aber. Und nur an Eiweißstränge auf der Haut? Sie erzeugen beim Aufprall einen Unterdruck. Ja. Ich habe gerade. Und Bakterien saugen sich dann dadurch fest? Das ist ja Nanophysik. Das. Aber der Unterdruck ist doch dann auch irgendwann mal weg, oder nicht? Also Arsch, die sich aus. Beim Aufprall ein Unterdruck. Und dann werden sie wieder weg, meinst du? Das heißt, nee, also, ja, also ja. Dann ist ein Unterdruck, aber irgendwann, die können ja nicht ewig den Unterdruck halten. Ja. Also ein Vakuum erzeugen. Ja. So wie diese Saugnäpfe. Ja. Negative Ladung hält sie am Körper. Negativ geladen und ist der Körper dann. Krankheitserregende positiv. Bakterien, sind die anders geladen als nicht krankheitserregende Bakterien? Nein. Bakterien sind Bakterien. Manche sind eben halt gut für den Menschen, manche sind schlecht für den Menschen. Boah, ist das tatsächlich ein Greifarm, der sich an abstehende Eiweißstränge. Ich meine, das klingt schön, ne? Ja. Ja, ein Greifarm klemmt sich an abstehende Eiweißstränge fest. Ja. Klingt besser als Aufprall, Unterdruck. Ja. Aufprall? Wie ist das denn mit dem Publikum fragen? Wir haben ja nicht mehr so viele Fragen. Vorstellen kann ich mir tatsächlich alles. Natürlich, dass es auch beim Aufprall einen Unterdruck gibt, was aber komisch ist. Buff. Also fragen wir das Publikum? Ja, bitteschön. Dann so, wir jetzt, wir geben es ans Publikum. Ja. Irgendjemand mit medizinischer Fachkenntnis. Dürfen die eigentlich mit Bernhard nachher spielen, auch aufstehen? Die würde ich aber nicht nehmen. Mein Sau, weil du eine weiße Hose anhast, kannst du dich jetzt weit rauslehnen bei der Frage, ne? Darf sich der Herr Herbst Maria gibt. Also es weiß der Herr Herbst nicht auf. Offensichtlich keiner. Aus dem Krankenschwester. Der auch nicht dabei. Hat jemand einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht? Oh. Ja, komm her. Oh. Eine steht auf. Oh. So, ich bin gespannt. Hallo. Grüß dich. Wie heißt du? Marcel. Woher kommst du, Marcel? Aus Hamburg. Auch Hamburg? Ja. Mit wem bist du hier? Mit meiner Frau. Au, die hat eben tief durchgeatmet, als du aufgestanden bist. Ja, das ist wohl mehr ein Raten als ein Wissen. Was glaubst du denn? Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, einen Unterdruck, weil man redet ja immer davon, Edelstahl ist gut für, also eben nicht so gut für Bakterien, weil sie sich darauf nicht haften. Da würde ich sagen, glatte Oberfläche, Unterdruck müsste sich gut festhalten. Deswegen würde ich A eliminieren. Greifarm an Eiweißsträngen, das stört mich so ein bisschen mit den Eiweiß, weil man kann die ja auch von irgendwo anders mit aufsammeln. Mhm. Und deswegen wäre bei mir nur noch C über die negative Ladung. Mhm. Wo auch immer die herkommt, die negative Ladung, aber okay. Das wäre mein Ausschlussverfahren C. Okay. Das stimmt ja. Mit dem Metall. Hast du Gedanken gemacht, auf jeden Fall. Krankheitserregend, negativ geladen, könnte ja irgendwie sein. Positiv nicht. Ja, wer weiß. Also wir werden sofort jetzt Aufklärung verschaffen. Krankheitserregende Bakterien finden sich überall. Doch wie halten sie sich an ihrem Wirt fest? Wissenschaftler der Ludwig-Maximilians-Universität München fanden heraus, dass die Bakterien einen Fortsatz nutzen, der sich wie ein Greifarm an abstehende Eiweißstränge klettet. Die Stränge werden dabei eingeklemmt und durch ein Netzwerk an Wasserstoffbrückenbindungen gehalten. Die mechanische Anhaftung ist so stark, dass die Wissenschaftler zunächst vermuteten, ihr Messinstrument spiele verrückt. Oh. Es ist Antwort B, die richtige, aber nein, vielen Dank für die Unterstützung. Ja, und es ist ja noch nichts entschieden hier, also es kann ja noch in jede Richtung gehen. Für den Moment bleibt es bei 1500 Euro und die letzte Kategorie, die letzte Frage für Bernhard und Atze. Damals oder das Fragezeichen? Dann nehmen wir damals, das ist ja immer so ein gemütliches Thema auch. Damals kann für viele ja auch heute sein. Ja.
Und was heute gestern ist, nein, ich würde mich heute nicht so auf morgen freuen, wenn gestern nicht so schön gewesen wäre. Ja, so ist es, kann man nicht schöner sagen. Warum sägte der britische Wissenschaftler Alfred G. Madoc eines Nachts in den 1940er Jahren ein Loch in seinen Arbeitstisch? A. Er wollte den nationalen Plutoniumvorrat retten. B. Eine darunterliegende seltene Pflanzenart brauchte Licht. Oder C. Seine Hand war mit Superkleber am Tisch befestigt. Oder war das ein C? Ja. Warte. Das habe ich gelesen, glaube ich. Ja, C, aber ich habe B, habe ich auch gesagt, da ich es gelesen habe. Ne? Aber C. Ja. Ich glaube, es war C. Ich meine auch, das gelesen zu haben. Ja. Und so ist nämlich der Sekundenkleber erfunden worden. Ja, das war's. Und zwar, genau, ist noch gar nicht so lange her, dass wir es gelesen haben. Ja, genau. Ja. In demselben Buch, wo das auch mit diesem Methansee drin stand. Von dem Buch sind zwei Exemplare in Deutschland verkauft worden. Ja, genau. Und wir haben die zum beide Glück gelesen auf dem Direktflug nach London, weil wir mehrmals zwischengelandet sind. War leider nicht nonstop, war ein bisschen dumm. Ja, über Frankfurt nach Amsterdam. Ja. Angetrieben durch Kabit und Wasser natürlich, die Maschine. Hat so ein Hamburger erfunden. Ja, oder? Was glaubt ihr denn zu wissen? Wir nehmen mal C. Wir nehmen C. C. Ist auch am lustigsten. Ja. Hat er ein Loch reingesägt und hatte dann so einen Tischtennisschläger an der Hand. Ja, genau. Konnte halt immer nur Vorhand spielen. Alfred Madoc arbeitete in den 1940er Jahren an einem streng geheimen Projekt, aus dem bis auf eine Anekdote nicht viel überliefert ist. Eines Abends, als Madoc in seinem Labor bereits die Müdigkeit ereilt hatte, verschüttete er den gesamten Plutoniumvorrat Großbritanniens auf seinem Labortisch. Immerhin 10 Milligramm. Gedankenschnell sägte er den kontaminierten Teil des Tisches heraus, um das Holzstück anschließend aufzulösen und so zumindest 95% des Plutoniums zurückzugewinnen. Hätte er nicht vergessen, den Tisch zu reparieren, wäre sein Missgeschick wohl niemandem aufgefallen. Hätte ich nie genommen. Manchmal glaubt man, man hat was gelesen und es war doch was anderes. Es bleibt bei 2000 Euro. Er ist übrigens über 90 geworden, obwohl er so schusselig war. Ne? Ja, bitte. Auch die Hand? Ja. So, eine Frage haben wir noch. Jawohl. Und die Möglichkeit für euch auszugleichen. Aus der Kategorie Fragezeichen. Der nordamerikanische Waldfrosch stellt in seinem Körper hochkonzentrierte Glucose her, um A. kurzfristig Energie für besonders hohe Sprünge zu haben, B. nach der Winterstarre wieder auftauen zu können oder C. seine Opfer mit einem zähflüssigen Schleim niederzustrecken. Wow. Glucose. Glucose-Schleim. Ist doch Zucker. Ja, ist Zucker, ja. Und Zucker gibt Energie, ne? Deswegen ist es eigentlich natürlich klar, Energie und dann hops, dann springt er richtig hoch. Nordamerikanisch. Auftauen ist eher Glykol, ne? Wollen die uns damit in die Irre führen? Oder kann man mit Zuckerlösung auch irgendwas auftauen? Nee, würde ich nicht sagen. Überhaupt? Nein. Die Frage ist auch, ob der Waldfrosch, ob Frösche in Winterstarre verfallen. Habe ich nur. Ja. Meinst du? Ist doch kein Bär. Und das ist Winterschlaf. Achso, okay. Ein Frosch? Ja, der geht in Ecken, in Schlamm rein und ist dann in der Winterstarre. Das ist so? Ja. Was du alles weißt. Ja, wie mit der Katze vorhin und dem Fuchs. Ja. Was ja auch nicht stimmte. Im Winter wieder auftauen. Aber das ist eher Glykol, glaube ich. Also so eine Art. Ich glaube nicht, ob Zucker da, Glucose dabei hilft, aufzutauen. Opfer mit einem zähflüssigen Schleim niederzustrecken. Mhm. Waldfrosch. Kurzfristig Energie für einen besonders hohen Sprung. Das ist natürlich naheliegend, wie du selber sagst. Hoch, das ist naheliegend. Ja, das ist naheliegend. Ist das zu naheliegend? Vielleicht. Ah. Seine Opfer mit einem zähflüssigen Schleim niederzustrecken. Nein, das wollen wir nicht. Das glaube ich nicht. Warum sollte der. Die haben noch lange Zungen und sind unfassbar schnell. Warum sollte der auch noch erst spucken und dann die Zunge? Vielleicht ist der nordamerikanische Waldfrosch eher so ein langsamer Geselle. Vertreter, der erst spucken muss, dann verkleben die und dann geht er da ganz gemütlich hin. Ja, das kann natürlich ohne sein. Ohne Zunge. Und isst die auf, oder was? Die Löwen und Bären, die er damit niedergestreckt hat. Ja, genau. Die müssen ja größer. So, wohin führt euch die Tendenz? Das ist gar nichts richtig. Also eigentlich ist natürlich A ist natürlich das naheliegendste, aber vielleicht werden wir jetzt aufs Fragezeichen Glatteis geführt. Also, ja, wüsstet ihr es?
Wir sind, wir haben das gelesen, aber in demselben Buch, wo auch das andere Fall ja. drin stand. Das ist das Problem. Was machen wir denn jetzt? Aber wir nehmen trotzdem A. Wenn du das entscheiden könntest. Ja. Ja, wenn so ein Reiher kommt, verfällt so ein Waldfrosch auch mal in Schockstarre. Das könnte auch sein. Da muss der Glukose wenn das bilden. Schon kommt, ist das falsch. Der nordamerikanische Waldfrosch ist in den Wäldern Alaskas zu Hause. Die bis zu minus 20 Grad kalten Winter verbringt der Frosch in einer Kältestarre ohne Hirnfunktion und Herzschlag. Damit der Waldfrosch diese Prozedur überlebt, reichert er zuvor ein körpereigenes Frostschutzmittel aus hochkonzentrierter Glukose in seinen Zellen an. Dadurch wird der Gefrierpunkt der Zellflüssigkeit herabgesetzt und es bilden sich nur in den Zellzwischenräumen Eiskristalle. Wenn der Waldfrosch im Frühjahr wieder auftaut, haben seine Zellen also keinen Schaden davon getragen. Oh! Das heißt noch nichts, außer, dass wir folgenden Zwischenstand haben. Bernhard Hoecker und Atze Schröder haben 2.000 Euro erspielt. Elton und Ingolf Lück haben 1.500 Euro auf dem Konto. Und wir werden jetzt klären, wer von unseren beiden Gästen, Atze Schröder, Ingolf Lück, wird auf einem unserer drei Plätze fürs Halbfinale Platz nehmen. Und das klären wir jetzt im ersten Finale des heutigen Abends. Die Kategorie, aus der die Masterfrage kommt, ist Ernährung. Das kann alles sein. Gut. Also die können wir nicht alle. Sinnvoll. Bitte einen Geldbetrag tippen. Du kennst dich aus in der Taktik. Ja, nee, das ist immer unterschiedlich. Ja, haben wir beide 1000. Das heißt. Das ist eine Wissenssendung, keine Strategiesendung. In dieser Moment ist aber mehr Schach. Ja. Schockstarre, Winterstarre? Ich bilde gerade Glukose aus. Glukosegehalt etwas. Ja. Zucker. So, beide Teams haben einen Geldbetrag gesetzt. Das ist gut. Hier ist die Masterfrage. Welches Gemüse enthält im Rohzustand am meisten Vitamin C pro 100 Gramm? A. Brokkoli, B. Spinat oder C. Kohlrabi? Ihr habt 20 Sekunden. Ab jetzt! Ich habe immer... Es war gar nicht so einfach, neben dem Takt zu klatschen, ne? Ja, ich glaube, du hast recht. Ich war's. Ich hab es nicht, ne? Also wenn es schief geht, ich bin verantwortlich. Mhm. So, meine Damen und Herren, dann schauen wir mal, wie viel Geld unsere beiden Teams gesetzt haben. Bernhard und Atze haben gesetzt, 2.000 Euro erspielt. 1.000 Euro. Elton und Ingolf Lück. 1.500 Euro erspielt und 501 Euro. Habe ich es nicht gesehen? Ja, ja. Ich hab's gesagt, ja. Auf welche Antworten habt ihr getippt? Bernhard und Atze haben gesetzt auf Antwort A. Elton und Ingolf haben gesetzt auf Antwort C. Ah. Oha. Das hatte er zuerst auch, aber ich hab's, wenn es falsch ist, bin nein, ich schuld. Nein, ich muss mal eben gleich anrufen, dass ich später komme. Doch, ist es schon, weil der Bernhard hat nochmal umentschieden kurz vor Schluss. Ja. Es geht ja. Aber ist egal, wenn es Spinat ist, ist auch okay. Ja, für euch, ja genau, ja. Die Geschichte haben wir ja alle. Spinat ist es auf jeden Fall nicht. Frischer Spinat enthält rund 51 Milligramm Vitamin C pro 100 Gramm. Das Eisen hat auch nicht so viel Eisen, wie man denkt, aber... Das ist knapp so hoch wie der Anteil bei einer Orange übrigens. Die ist nicht so viel. Ein roher Kohlrabi hat 63 Milligramm pro 100 Gramm. Und roher Brokkoli hat pro 100 Gramm genau 100 Milligramm. Das ist richtig. Hatte ich Schiss. Glückwunsch. Damit gewinnen Axel und Bernhard 3.000 Euro. Ja. Muss man ihn telefonieren. Und
Das heißt... Ach so, bleibt's jetzt über Nacht. Das heißt, in dieser ersten Runde für jeden von euch 35,71 €. Da kann ja noch ein bisschen was dazukommen. Ingolf, vielen Dank. Dankeschön. Hat Spaß gemacht. Mir auch. Ja. Dankeschön. Bleibt noch mal mit beim ruhig sitzen. Elton. Bleib noch hier. Bleibst noch da, ne? Ja. Danke für die erste Runde. Oh. Atze, du darfst Platz nehmen. Du bist der Erste. So. Atze, dich sehen wir auf jeden Fall im Halbfinale. Wer dir jetzt noch folgt, zwei Plätze sind ja noch frei, das klären wir jetzt in der nächsten Runde. Gleich bei Wer weiß denn sowas XXL. Iris Berben gegen Christoph Maria Herbst. Und jetzt in Runde 2. Jessica Schwarz gegen Josephine Preuß. Runde 2 mit Jessica Schwarz und Josephine Preuß. Viel Spaß euch beiden. Toi, toi, toi. Viel Spaß. Bitteschön. Für beide Gäste so, ist es eine gesehen, absolute Premiere. Ja, warum warst du noch nie in der Quizshow? Angst? Ja, ich glaube so ein bisschen, man hat ja dann doch so Versagensängste. Ich bin auch nicht so gut im Spielen, ehrlich gesagt. Also im Verlieren vor allem. Ah, okay, okay, okay. Also das heißt, wir dürfen uns auf einiges gefasst machen, weil es nicht so gut läuft. Was, was passiert dann nur so aus... Also eigentlich spielt niemand mehr mit mir. Okay, Bernhard, du musst jetzt erstmal noch. Ja. Wie bist du mit dem... du gewinnst lieber, als du verlierst, das ist klar. Auch, ich bin Steinbock, definitiv. Mhm. Aber alles gut, es wird schon gut. Ja, natürlich. Wir holen auf für euch. Ja. Und schwierige Männer hast du auch ein bisschen im Griff? Der ist doch nicht schwierig. Ich bin doch nicht schwierig. Ah, ich ganz sehe schon, du weißt, wie es mit Elton funktioniert. Ah, okay, ich bin sehr gespannt auf unsere zweite Runde. Nochmal ein ganz kurzer Blick auf die Publikumsverteilung. Die hat sich natürlich nicht verändert. Hinter Bernhard und Jessica sitzen 84 Zuschauer und... Hinter Elton und Josephine Preuß sind es 45, die aber laut sind wie 84. Hier sind unsere 12 Kategorien für Runde 2. Hier ist die Wand. Die Kategorien sind Heimat, total genial, am Ende der Welt, Essen und Trinken, Bauwerke, Automobil, das Fragezeichen, unser Körper, clever, im Grünen, Mode und Safari. Bei der Kategorieauswahl kann man nur gewinnen. Dürfen wir schon? Dürfen wir anfangen? Wir dürfen anfangen. Ich liebe es ja, Safari. Ja, warum nicht? Safari. Safari. Es geht um ein Zebra in dieser Frage, um genauer zu sein, um die Streifen eines Zebras. Ah, kommt auch. Und wir haben da einen besonderen Gast. Jetzt geht's los. Kommt jetzt ein Zebra? Herzlich willkommen, Kito. Darf man da laut? Oh, ja, bitte nur ganz leise applaudieren. Ja. Kito ist noch jung und Kito ist ein bisschen schreckhaft, aber ein ganz lieber. Hallo, Frenzen. Ja. Wo lebt Kito? Nur ganz kurz eine Frage dazu. Kito lebt in der Nähe von Kassel. Ah, ja. Und das ist eine... Es ist ein Steppenzebra, aber es ist eine Nachzucht und deshalb auch sehr... Okay. Kito ist wie alt? 2 Jahre. Also okay, mehr lieb. Sagen wir jetzt erstmal nicht, Frenzen, da kommen wir gleich nochmal zurück. Ja. Hier ist die Frage. Die Streifen der Zebras haben auch eine soziale Funktion, denn A, sie helfen den Zebras, sich untereinander zu erkennen. B. Zebras einer Herde haben dasselbe Streifenmuster. Oder C. Sie bestimmen die Hierarchie innerhalb einer Herde. Ja. Das ist ein Stück weit auch erleichtert. Du bist doch auch ein Stück Zebra. Ja, aber wenn ich mich, wenn erkennt ihr euch? Nee, ja, wir gehören zur selben Herde. Also, Du wirst das gleich merken, wenn Kito zu dir kommt. Ja.
Tito, dein Vater. Das ist nicht dein Vater. Oh, er kennt mich aber erst, wenn ich mich schräg auf den Tisch lege. Dann. Also, Zebras einer Herde haben dasselbe Streifenmuster. Nein. Sie bestimmen die Hierarchie in einer Herde. Finde ich auch schwierig. Nein, dann müsste, wenn jetzt ein Übergeordneter kommt, eher seine Streifen wechseln. Das ist ja auch sehr albern. Es ist A, da bin ich mir sehr sicher. Sich untereinander zu erkennen. Ja, ja, die erkennen sich daran. Das ist wie so ein Scanner, da macht es auch Pip, wenn die aneinander vorbeilaufen. Warst du schon mal irgendwo, wo Zebras in freier Natur zu finden sind? Ja, tatsächlich. Mehrmals in Afrika, in der Etosha-Pfanne oder im Schluwe-Schluwe-Park, im Krüger-Nationalpark. Ich bin wirklich ein großer Safari-Fan. Mhm. Wir hatten auch mal eins zu Hause liegen. Aber das ist... Das war müde. Das wollte ich das hat nur nicht. Geschlafen. Das hat nur geschlafen, das wollte ich auch nicht. Ach du, ich weiß, was du meinst. Der Zebrastreifen vorm Haus. Ja, genau. Das, ja. Genau. Das hat nichts damit zu tun, ich schwöre. Hat denn jetzt das Zebra weiße Streifen oder schwarze Streifen? Aha, das ist eine andere Frage, mit der werden wir uns in einer anderen Sendung ja, beschäftigen. Ja, eben, da hatte ich nämlich ja. Angst vor, genau. Also sie helfen sich untereinander zu erkennen. Ja? So, für welche Antwort würde ich euch sagen? Wir nehmen A. Sie erkennen Antwort, sich an den Streifen. Antwort A. Okay. Frenzen, du kennst die richtige Antwort. Ja? Wie verhält es sich mit den Zebras? Was hat es mit den Streifen auf sich? Ja. Die Streifen sind natürlich da, damit sie sich untereinander quasi erkennen. Also jedes Zebra hat auch sein eigenes Streifenmuster. Auch die Jungtiere erkennen ihre Elterntiere in einer großen Herde. Und ja. Also es ist quasi wie ein Barcode, so wie Bernhard genau. Das beschrieben hat. Genau. Mhm. Und das bedeutet, Antwort A ist die richtige. Mhm. Super. Oha, das war richtig, ja? Super. Ja, sehr gut. Ja. Das ist ja in der Tat so, dass Zebras sind absolute Wildtiere. Absolut, ja. Aber Keto ist jetzt ganz pflegeleicht. Genau, Keto kennt aber auch einfach von klein auf den Kontakt zu Menschen und kennt zum Beispiel auch, hier sowas zu tragen und weiß, dass der Mensch ihm nichts Schlechtes tut. Mhm. Und dadurch ist er das gewohnt. Das ist jetzt nicht Zebra. Üblich, wie er sich verhält. Er ist sehr entspannt. Er ist sehr nah auf die Ohren. Hat Keto noch Zebra-Freunde um sich herum? Der hat noch einen Zebra-Freund, ja. Und Kamele auch. Oh. Ja. Also es der wohnt auch mit Kamelen, ist auch sein Ding, ja. Es fehlt ihm an nichts. An nichts, nein. Ganz sicher nicht. Also Karo-Muster fehlt ihm, aber Karo-Muster sind damit kann er leben. Ja. Ja. Also für den Moment können wir festhalten, ihr habt die richtige Antwort gegeben, habt die ersten 500 Euro auf dem Konto und wir sagen herzlichen Dank an Keto und Frenzen. Dankeschön. Danke. Verrückter, als wenn du brüllst. Tschüss, Keto. Ist aber wirklich sehr fein, oder? Das sind schöne Tiere. Ja. Total schöne Tiere. Sehr schöne Tiere. Total. Kann man, wenn man so ein Tier dabei hat, überall die Straße queren? Also. Ja. So, jetzt dürft ihr euch über die ersten 500 Euro freuen. Ja! So, welche Kategorie darfst du euch sagen? Ich bin sehr überrascht über diese Kategorieauswahl, aber ich bin auch, werde mich auch wundern, was dann da gleich für eine Frage kommt. Aber bitte, du hast was gewählt? Meine erste Eingabe war gleich Bauwerke. Klar, ist doch eine schöne Eröffnungskategorie für euch. Warum sind die vier Minarette des Taj Mahal leicht geneigt gebaut? A. Damit der Monsun ihnen nicht zusetzt. B. Weil sich die vier Baumeister nicht einigen konnten. Oder C. Damit sie bei einem Erdbeben nicht auf das Hauptgebäude stürzen. Sonne ist nicht dabei. Sonne ist nicht dabei. Hat was mit Sonne zu tun. Ja, Licht, dachte ich. Manchmal ist es ja so, dass du die Gebäude so baust, dass dann Lichteinstrahlung astrologisch, egal. So, warum sind die vier Minaretten, das ist schon mal leicht geneigt gebaut? Weil sich die vier Baumeister nicht einigen konnten. Gab keine vier. Das weiß ich nicht, aber selbst wenn, also dann sagt jeder, ich möchte so, dass sich vier nicht einigen können, finde ich schon sehr komisch. Ist es wirklich ganz einfach, was mit Statik, damit sie beim Erdbeben nicht auf das Hauptgebäude stürzen. Damit der Monsun ihnen nicht zusetzt. Monsun ist doch Regen. Was mit Statik? Monsun ist doch Regen. Mhm. Dass sich der nicht sammelt und besser abtropfen kann. Aber regenrennenmäßig. Das finde ich aber auch gut. Damit sie beim Erdbeben nicht auf das Hauptgebäude stürzen. Das heißt, die sind, weiß ich nicht, nach außen. Und wenn Erdbeben zwei ist, längere und kürzere. Fallen die nach außen und nicht nach innen. Wind und Regen. Aber der Wind kommt nicht immer aus einer Richtung. Ja. Der dreht.
Und somit knallt auch der Regen. Also, ach, das kann wahrscheinlich tatsächlich nur C sein. Erdbeben? C. C, die erste Antwort von Elton und Josephine Preuß. Die erste Antwort in einer, wenn man überhaupt zuerst mal in einer Quizshow ist, immer ganz wichtig. Ja. Zum Gedenken an seine verstorbene große Liebe Mumtaz Mahal ließ Großmogul Shah Jahan zwischen 1631 und 1648 das Taj Mahal errichten. Auf den ersten Blick wirkt das Gebäude samt Anbauten vollkommen symmetrisch. Doch tatsächlich sind die vier Minarette um die Kuppel leicht geneigt. Das hat einen praktischen Grund. So sollen die Türme bei einem Erdbeben nicht auf das Hauptgebäude stürzen, sondern seitlich vom Gebäude weg. Weiterer positiver Effekt, erst durch die Schieflage wirken die Türme perspektivisch senkrecht. Sehr gut, also für beide Premierengäste der perfekte Einstieg. Auch hier die ersten 500 Euro auf dem Konto. Weiter geht's. Wir haben eine Kategorie gefunden, die fällt uns beiden, glaube ich, ganz gut. Automobil. Automobil. Oh, wollte ich. Sorry. Eine der ersten patentierten Einparkhilfen der Welt. A. Nutze den Ersatzreifen zum seitlichen Einparken. Geil. B. Musste mit einer Handkurbel bedient werden. Oder C. War größer als das eigentliche Auto. Okay, wann wurde das erste patentierte? Das heißt, wann? Ja, das ist die Frage. Ja. Wann war die erste patentierte Einparkhilfe? Wann war das? Also ich weiß, dass bevor es Blinker gab, gab es Winker. Und die, da hat man an Schnüren gezogen und dann gingen seitlich so Dinger raus. Also doch die Handkurbel. Das wäre dann B. Also das so. Ja. Die Frage ist, eine Handkurbel direkt ist natürlich richtig viel. So, nutze den Ersatzreifen zum seitlichen Einparken. Es kann natürlich sein, dass die hatten doch Reifen auch manchmal an den Seitentüren. Gibt es da nicht so Bilder mit so Autos, die da Reifen haben? Also war größer als das eigentliche Auto, kann natürlich sein. Da ist ein Rahmen um das Auto gewesen. Das sozusagen ja, piep, piep. Damit, ja. Ja, ohne halt nicht ja, irgendwie ein Holzrahmen oder ein aufblasbarer Ballon oder sowas, den du mit Luft aufpustest und dann kannst du geil kannst du, fahren, ja, aber das ist willst. Halt größer als das Auto. Dann parkst du dann, wenn du wogegen fährst, egal. Also ich würde zu C tendieren, bin mir aber nicht so sicher, dass ich jetzt sagen würde, glaub mir, vertrau mir, folge, parke mit mir ein, sondern... Ich also würde, glaube ich, auch einfach dann du mit dir gehen und würde C sagen. Sollen wir C fühlen? Wir fühlen C. Wir fühlen C. Ihr fühlt C. Ja. Die erste Einparkhilfe. Was war es denn vorhin auch C? Oh, das war noch eine Geschichte. Na, sehr gut. Im Jahr 1938 wurde eine der ersten Einparkhilfen der Welt zum US-Patent angemeldet. Die Konstruktion funktionierte mit dem gegen die Fahrtrichtung montierten Ersatzreifen im Inneren des Fahrzeugs. Dieser kann per Knopfdruck über eine Hydraulik hinuntergefahren werden. Durch eine Verzahnung mit der Hinterachse ist er nun mit dem Gaspedal ansteuerbar und das Auto kann sich um seine eigene Achse drehen. Perfekt bei engen Parkmanövern an der Straße oder an der heimischen Garagenzufahrt. Ist das cool, das oder? Ich hätte nie drauf gekommen. Gewusst? Ich meine jetzt mit, ist das cool nicht, dass ihr jetzt die 500 Euro nicht gewonnen habt. Aber das Ding ist, aber das ist Wahnsinnstechnik. Und es ist nie in Serie gegangen. Die US-Autosindustrie war nicht daran interessiert. Zu viel Platz gehabt. Ja. Abgefahren. So hätte ich es auch nie. Ja, es bleibt bei der merkwürdigen Kategorieauswahl, aber bitte hat eben ja auch geklappt. Sag es. Mich hat als nächstes angelacht Heimat. Mhm. Ist ja auch so ein schönes Thema. Ja, ich finde, du komm doch hier rüber. Ich mag sowas. Das Dorf Schwirzpol bei Königswinter hat A. nur eine Einwohnerin. B. einen eigenen Fernsehturm oder C. eine Ausweichlandebahn für Verkehrsflugzeuge. Was ist denn? Du hast irgendwas schon wieder? A oder B? Also C finde ich gar nicht. Königswinter ist zu klein. Ausweichlandebahn. Ausweichlandebahn für Verkehrsflugzeuge. Das Königswinter heißt, liegt in? Am Rhein. Okay. Der nächste es Flughafen war in Königswinter, Köln-Bonn. Bonn wäre der nächste größere Flughafen. Ach, da brauchst du doch keine Ausweichlandebahn. Also, nee. Ich sag nur eine Einwohnerin. Es gibt doch so Ortschaften, wo man jetzt überlegt, weil die auch viel, viel zu klein sind, die Einzugemeinden in größere
Dörfergemeinden, also ich kenne das aus Brandenburg, wo ich herkomme, da gibt es so viele kleine Dörfer, wo ganz wenig Menschen wohnen und es wird trotzdem noch als Dorf bezeichnet. Ich finde das gut mit der Einwohnerin, aber vielleicht hat das Dorf tatsächlich einen eigenen Fernsehturm, weil das irgendwo im Tal liegt. Und alle drumherum mit. Und hat deswegen versorgt. Keinen Fernsehempfang und deswegen musste man für das Dorf einen eigenen Fernsehturm. Für die eine Einwohnerin. Für die eine Einwohnerin, damit die mit ihrem Verkehrsflugzeug. Wir nehmen A, B und C. Alles klar, nacheinander. Dich lacht A an. Das ich Dorf. Ich finde das so lustig, weil es gibt so viele. Wohl. Alle ziehen weg, die ganze Jugend zieht vom Land weg, alle gehen in die Städte. Vielleicht wollen sie aus Schwirzpol nach Köln. Und eine bleibt. Die macht da die Post, die Bäckerei, den Fernsehturm. Bürgermeisterin. Wirtin und Gast. Alles. Ja, stimmt. Irgendwie hast du recht, weil auch eigener Fernsehturm, das müssen dann ja andere Dörfer eventuell auch haben. Na, die Wellen sind. Und die das ist wahrscheinlich dabei. Wirklich nur hier, Frau Meier wohnt da alleine, wartet auf die Post und denkt sich, ach nee, muss ich ja selber. Muss ich ja selber austragen. Es ist auch das Skurrilste auf jeden Fall. Ja. Dann. Ah. Und ich sage an dieser Stelle schon mal viele Grüße nach Schwirzpol. An? Das ist Schwirzpol, ein kleines Dorf in Nordrhein-Westfalen. Es hat eine Grundfläche von gerade einmal 1,5 Hektar, eine Straße und diese Dame. Mein Name ist Marius Schumacher, ich lebe hier in Schwirzpol, bin die einzige Bewohnerin und ich lebe hier seit meiner Geburt. Allein ist Marlies jedoch nie. Denn? Ich betreibe hier eine kleine Pension und da habe ich immer Monteure, die sind immer da. Und an den Wochenenden, da kommen hier Urlauber, Radfahrer und so weiter und Wanderer. In Zukunft könnte sich die Einwohnerzahl jedoch verdreifachen. Ihr Sohn und seine Frau planen den Umzug in das idyllische Örtchen. Liebe Marlies Schumacher! Also 1.000 Euro sind es bei euch und liebe Marlies Schumacher, wenn Sie heute Abend zuschauen, haben wir in Schwirzpol 100% Einschaltquote. Ja. Vielen Dank. Ja. So, nächste Kategorie. Oh, ja gut, sehr. Ja. Ja. Was willst du? Oh, was willst du denn? Am Ende der Welt, finde ich schön. Okay. Am Ende der Welt. Ja. Die in Australien beheimatete Mary River Schildkröte. A. trägt Frisuren aus Algen. B. ist in der Lage, menschliche Laute von sich zu geben. Oder C. kann zur Fortbewegung wie ein flacher Stein übers Wasser flitschen. Also, ich kann mir alle drei Filme gut vorstellen. Ja. So. Kommt jetzt die Schildkröte rein? Genau, kommt die jetzt rein. Nee, noch wird nichts geflutet hier. Also, kann zur Fortbewegung wie ein flacher Stein übers Wasser flitschen. Das heißt, die nimmt Anlauf, dreht sich. Halte ich für sehr unwahrscheinlich. Ist in der Lage, menschliche Laute von sich zu geben. Ja. Wie würde denn das klingen? Also wie klingen die denn sonst? Was ist ein menschlicher Laut? Also so, wie machen die denn an sich so Schildkröten so? Ach ja, stimmt, die waren. Ja, ne? Hast du schon mal eine Schildkröte synchronisiert? Du bist ja öfter mal in Animationsfilmen. Ah, nee, Pinguin. Nee, Pinguin? Nicht dabei, Alter. Ich habe mal eine Schildkröte synchronisiert. Den Wurm. Aber das waren menschliche Laute, die dann von sich gegeben hat. So eine Frisur aus Algen klingt natürlich großartig. Ich habe Bilder davon gesehen. Mary River Schildkröte in Australien. Ja. Wohnt da irgendwo? Im Mary River wohnt Mary die. Mary River. Genau. Und ich glaube, ich kann mir das vorstellen. Ich habe so Bilder im Kopf, ist das Problem. Das ist aber leider schon oft schief gegangen. Also, dass die Frisuren aus Algen trägt, was soll man dazu sagen? Die kommt halt hoch und dann hat die Bums was am Kopf. Also. Oh mein Gott. Kannst du warten? Vielleicht bin ich aber auch unbewusst, trägt es mich zu Frisuren hin. Also auf eine. Kann natürlich sein, ja. Aus bestimmten Gründen. Aus unbestimmten Wissen. Wenn du jetzt nicht sagst, ganz ehrlich, dass ich B, da bin ich mir sehr sicher. Okay, dann nehmen wir A, weil das war so die erste Intuition, das erste Gefühl. Ein wunderbarer Film, den wir gerne sehen wollen würden.
Wir würden natürlich schon auch gerne sehen, wie sie über das Wasser... Ja, 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 klar. Aber das können wir ja privat dann nachher. Wir nehmen... Was? Wir nehmen A. 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 Okay. Und einen wunderbaren Film gibt's auf jeden Fall. So viel ist garantiert. Und wir dürfen klatschen. Der Mary River in Australien ist die Heimat der vom Aussterben bedrohten Mary River Schildkröte. Sie wird bis zu 40 cm lang und kann durch eine Drüse an ihren Genitalien auch unter Wasser atmen. Dies erlaubt ihr, bis zu 72 Stunden am Stück zu tauchen. Laut Wissenschaftlern ist diese lange Verweildauer unter Wasser einer der Hauptgründe für ihre zum Teil sehr ausgefallenen Algenfrisuren, die dieser Schildkrötenart auf Panzer und Kopf wachsen. So, ihr seid bei 1000 Euro. In Fachkreisen nennt man sie auch Atze-Turtel. Ich bin auch sehr wohl in diesem Bericht. Ja. So, nächste Kategorie. Essen und trinken, jetzt darf ich endlich mal. Naja, bisher lief's ja. Ja, eben. Gekochte Nudeln werden in Italien traditionell nicht mit kaltem Wasser abgeschreckt, weil A, die Poren sich so verschließen und die Nudeln hart werden. B, das Eiweiß dann gerinnt und die Nudelreste schneller verderben. Oder C, die Stärke abgespült wird und die Soße nicht mehr gut haftet. Also, ja. Ja, wenn, ja, ich bin auch ein bisschen dafür. Theoretisch kann man es schnell machen. Ja. Also die Poren, für C, A, die Poren sich so schnell verlieren und die Nudeln hart werden. Das passiert erst, wenn sie abkühlen. Also auch egal, ob man sie mit Wasser abkocht oder nicht. Wenn du Nudeln dann stehen lässt, im Abdingsieb und sie kühlen auf, dann werden sie hart. Und ich mache das so, also wenn ich Nudeln koche, ich gieße sie nicht ganz ab. Ich lasse immer noch ein bisschen auch Nudelwasser in dem Topf. Und dann kommt das alles zusammen, auch wie in Italien. Alles in einem Pott, dann wird es nochmal durchgemengt. Und dann essen alle von einem großen Teller. Ach. Ich würde C sagen. Lass uns nicht weiter über Essen reden, sonst kann sich der Eltern nicht mehr konzentrieren. Ja, ja. Also Stärke ist auf jeden Fall wichtig. Dass du sollst ja auch die Nudeln al dente kochen und dann in die Soße packen und immer dann weiter. Mal ein bisschen, genau, nicht damit das, die Soße nämlich bleibt dann auch eher da haften. Die Stärke wird nämlich dann abgespült. So, Poren wird... Das kann eigentlich nur C sein, ne? Denk nochmal nach. Einfach, denk nochmal nach. Wenn du dir sicher bist, überleg lieber nochmal. Ja. Überleg mal. Oder mach's schnell. Feder, Eisen, Feder. Puste mal. So, Entscheidung. C. Ja. Männer. Oder? Männer. Was denn? Hm? Ja, ist doch alles gut. Seid C eingeloggt. Was für den italienischen Pasta-Profi selbstverständlich ist, weiß so mancher Nudelliebhaber in Deutschland aber noch nicht. Frisch gekochte Pasta sollte man nie mit kaltem Wasser abschrecken. Das kalte Wasser spült den beim Kochen entstandenen Stärkefilm von der Nudeloberfläche und die Soße bleibt nicht mehr gut haften. Richtige Antwort. Also, bisher ist Verlass auf Josephine Elton. Also da kannst du blind drauf setzen. 1500 Euro bei euch. Ich mach mal Nudeln für dich. Ja, bin ich gerne. Total genial. Ja. Komm, wir nehmen total genial. Dann haben wir unser Backup hinter uns, hat uns ja. Die reißen uns da raus. Welches Hilfsmittel verhindert, dass Schnecken Pflanzenkübel befallen? Das ist im Grünen diese Frage. Das ist A. Band aus Kupfer um den Kübel legen. B. Feuchten Zucker in Untersätze ausstreuen. Oder C. Aufgeschnittene Radieschen auf die Blumenerde legen. Ja, super. Ich muss meine Schwiegermutter anrufen. Du musst deine Schwiegermutter. Wir müssten kurz unterbrechen. Da muss jemand mal dringend seine Schwiegermutter anrufen. Die kennt sich sehr gut aus mit Schnecken. Also, was ich schon mal mag, ist feuchten Zucker ausstreuen. Das ist schon mal etwas, was ich nicht verstehe. Nee, ich auch nicht. Band aus Kupfer um den Kübel legen. Das kann natürlich sein, dass die Schnecke, wenn die da drüber geht, dass es dann britzelt für die. Das ist wie so ein Elektrozaun, weil ja Kupfer Strom leitet. Und wenn du das noch an eine Batterie anschließt, dann
Also die Radieschen würden Sie vielleicht auch lieber essen. Ja, und die Radieschen sind irgendwann weg, deshalb bin ich am Essen bei A. Aber das ist was, das ist so ein Haushaltstipp, das wissen die hier. Obwohl Radieschen auch scharf Publikum sind. Publikum? Ne? Ja, aber du bist ja auch sicher. Nee, du kannst ja auch sicher sein, nur weil ich mir unsicher bin. Es könnte natürlich sein, dass der Zucker den Schleim löst. Genau. Dann kann sie nicht mehr kriechen. Ja. Es ist wie so Luft rauslassen. Ja. Also wie Luft rauslassen aus der Schnecke. Weil es halt auch klebrig wird. Genau, diese ganze klebrig. Also wollt ihr selber oder fragen wir das Publikum? Wir fragen das Publikum, ja. Also ich bin jetzt echt unsicher. Also ich muss sagen, weil ich könnte Kupfer und Zucker und also Radieschen nicht, glaube ich, eher. Aber Kupfer und Zucker ist... Ja, lass uns das Publikum. Wir fragen das Publikum. Wir fragen das Publikum. Ganz gut ist, wenn wir diese Hürde guck mal, da steht schon jemand. Ja, ja. Alle anderen sind erleichtert. Der Marek hätte es auch gewusst, der hätte das Problem mit Kabit gelöst. Hallo, grüß dich. Hallo. Wie heißt du? Sheila. Okay, du kommst? Aus Elmshorn. Aha. Du kennst dich ein bisschen mit Garten aus, berufsbedingt? Nee, oder? Gar nicht. Aber ich habe in einer anderen Fernsehshow mal gehört, dass man Kupfer um das Beet oder so legen soll, damit die Schnecken da nicht hinkommen. Ja, also du sagst der Kupfer. Ja. Kupfer muss man um den Kübel legen. Okay, dann werden wir schauen, ob du das da richtig behalten hast. Ja, ich hoffe doch. Ja. Sie fressen sich durch Kräuter und Salatköpfe. Schnecken können Gartenbesitzer zur Verzweiflung bringen. Ein umweltfreundlicher Tipp, um die gefräßigen Tiere von den Pflanzen fernzuhalten, ist, ein Band aus Kupfer direkt unter dem Kübelrand anzubringen. Der von den Nacktschnecken erzeugte Schleim führt in der Verbindung mit Kupfer zu einer chemischen Reaktion, die die Schleimhäute der Weichtiere schädigt und sie davon abhält, den Kupferstreifen zu überkriechen. Hervorragend! Du hast es richtig gesagt, Fernsehbilder. Dankeschön, die nächsten 500 Euro. Viel Spaß euch noch. So, damit steht ihr auch bei 1500. Ich kann eben Essen bringen. Und? Mode. Mode. Elton, das ist deine Sendung heute. Ne? Ja. Das ist... Aber das läuft kommt doch. Ja eine Frage zu Depeche-Mode. Ja, das wäre gut. Depeche-Mode, ja genau, super. Womit gelingt es, ein Glow-Shirt leuchten zu lassen? Ein Glow-Shirt. Wisst ihr, was ein Glow-Shirt ist? Das ist ein Glow-Shirt. Ach, das ist... Meine Damen und Herren, das ist ein Glow-Shirt. Wir haben nur noch wenige auf Lager. Das ist ja... Warte, ich mal anfassen? Das ist ja total... Du kannst auch anfassen. Sieht aus wie eine Makro-SD-Karte, die man im Computer schießt. Doch, wie heißt es? Schwarz? Schwarzlicht. Ja, so, ja, aber mach erstmal die Antwort. Also, ja. Ja, ich wollte euch das nochmal zeigen. Ein Glow-Shirt. A. Handy-Taschenlampe. B. Infrarot-Fernbedienung. Oder C. Grüner Laserpointer. Was ist das für eine Größe? So, Handy-Taschenlampe ist ja langweilig. Ich bin etwas irritiert. Was heißt leuchten zu lassen? Also bei diesen normalen Leuchtshirts, die ich so kenne, spielt halt, also die, da musst du vorher eine Lichtquelle raufpacken, dann machst du das Licht aus und dann leuchtet das. So. Deswegen weiß ich nicht so ganz, was mit der Handytaschenlampe, was das, also, aber das ist jetzt egal. Wir haben ja auch hier Studiolicht. Also leuchten lassen heißt jetzt in dem Fall, also, dass man was so... Ja. Deswegen, also würde ich, deswegen ist Handy, also das ist ein Glow-Shirt, würde ich Handy-Taschenlampe schon mal ausschließen. Kannst du dann abends ausgehen und draufschreiben, willst du mit mir tanzen? Ja, nein, vielleicht. Jetzt haben wir schon. Dann kann jemand anders kommen und kann ein Kreuz machen. Infrarot? Ja, nein. Macht da Sinn. Ey, der steht hier sogar. Ja? Ja. Oder? Das kommt dann, wird dann reflektiert. So ein bisschen gummiartig. Sehen. Aber eine Fernbedienung halt. Normalerweise siehst du nämlich nicht das Infrarotlicht, aber bei einer Fernbedienung, aber wenn das Licht, wenn die Infrarot... Bei einer Fernbedienung, da muss doch irgendwo ein Kabel noch dran sein, oder? Alter, da ist kein Kabel dran. Aber wenn du eine, was meinst du das mit der Fernbedienung? Das verstehe ich. Du hast ein Gerät dann und drückst irgendwas und dann leuchtet. Das verstehe ich nicht. Eine Fernbedienung, Infrarot. Fernbedienung. So, und normalerweise natürlich siehst du, ist ja kein Strahl. Du siehst es nicht, wenn du den Fernseher bedienst. Wenn jetzt aber dieses Infrarotlicht auf dieses Material trifft, kann das ja den Strahl, warum auch immer, dann reflektieren und dann siehst du das, was reflektiert wird. Nimm? Du hast diesmal. Keine Intuition. Keine Intuition. Deswegen sage ich lieber nichts Falsches. Ich würde es aber auch, also ich, A, hätte ich ausgeschlossen.
Warum grüner Laserpointer? Warum nicht einen roten? Das muss ja, also die Farbe ist, glaube ich, egal. Laser ist, also allgemein, wenn ein Laserpointer gestanden hätte, dann hätte ich vielleicht noch überlegt. Aber das ist, glaube ich, Infrarot. Du siehst normalerweise, siehst du den Strahl nicht? Beim Laserpointer siehst du den Strahl eigentlich auch nicht. Auch nur den. Na, und wenn es auftrifft, ja. Also ich bin für, ich würde B sagen, warum auch immer. Nimm's. Ja, B. In dem B? Alles klar. Ja. Wir werden das direkt hier vorführen jetzt. Wir werden es praktisch auflösen. Ja, ja. Komm ruhig, komm mal ruhig mit nach vorne. Komm mal, komm. Ja auch, ja auch, ja auch. Guck mal, wir haben. Da hinten drin der. Markus. Moin. Schönes T-Shirt für dich mitgebracht. Und das Überziehen ist ja jetzt in. Zieh's doch einfach über das Sakko, Elton. Hallo. Hallo. Hi. Jessica. Das ist für dich. Passende Größe XL, so für dich auch. Ah, ja. Alle, ich habe eine Fernbedienung dabei. Na, was aber nichts heißt. Du hast in der Runde wahrscheinlich einen Laser. Komm schön runter. Ja, und eine Taschenlampe und eine Fackel. Schon angezündet. Ja. So, an wem möchtest du es zeigen? Da, wo mehr Fläche ist. Ah. Ja. Danke, ich wollte es nicht sagen. So, darf ich mal? Ja. Ich schalte dich jetzt mal an. Achtung. Es passiert leider nichts. Ich drücke auf allen Tasten rum und ja, das Ding funktioniert. Das kann ich beschwören. Ja, es passiert leider nichts. Tut mir leid, das ist es nicht. Infrarotfernbedienung ist es nicht. Okay, ich habe auch einen Laser dabei. Oh. Also, willst du? Ja. Ich glaube, das ist richtig. Feste drücken, genau. Oh. Ja. Nee. Ja, auch nicht. Geht auch nicht. Mit dem Handy einfach. Genau. Wenn es da jetzt rauskommt, macht mal die Augen zu. Nee, aber alles andere hätte mich auch gewundert. So, und jetzt? Und als Physiker habe ich natürlich auch ein Handy dabei, also drei Stück, natürlich sogar schon an. So, und damit könnt ihr das mal probieren, wenn ihr wollt. Oder hier. Gib's ja Jessica, dann kann sie es bei dir probieren. Ja, also doch ganz, ganz nah davor, am besten ganz nah davor. Was mache ich? So, direkt drauf? Ja, genau. Ach, direkt drauf. Und jetzt so ein bisschen. Nein, Elton, so. Ja, ach so, pass mal. So. Das ist einfach einfach. Also doch das Prinzip, oder? Ja, das ist so ein Party-Gimmick, oder was? Ja, wir haben es vorgeführt. Also, leider habt ihr die falsche Antwort gegeben. Markus, vielen Dank. Ja, Moment. Wir müssen jetzt noch ganz kurz erklären, wie das funktioniert. Ja, ich wollte immer schon mal eine Erklärung mit folgendem Satz anfangen. Einstein hat herausgefunden. Ja, der hat nämlich herausgefunden, das Licht ist aber gleich wieder rein. Das Licht aus Lichtteilchen von unterschiedlicher Energie besteht. Und das Licht von einer Infrarottaschenlampe und ein grünes Licht haben nicht genug Energie. Blaues Licht, was ja in dem weißen Licht auch drin ist, hat viel Energie. Ja, ultraviolettes so viel bis zum Sonnenbrand. Und das reicht dann, um diese Phosphoreszenz, also dieses Nachleuchten, auszulösen. Oh, sehr schön. Ne? Ja? Ich glaube, das wird sich durchsetzen mit dem Glow-Shirt. Unbedingt. Das sieht so toll aus. Ja. Vielen Dank, Markus. Sehr wir gerne. Sehen uns gleich mal wieder. Leider falsch. Bleibt bei 1.500 Euro. Ihr habt ja schon ganz ordentlich. Boah, aber warm sind die Dinger, ne? Weil die sind hier vorne so wenig luftdurchlässig. Ich hätte nie gedacht, dass die Physikanten bei der Mode kommen. Verrückt, oder? Ich wollte eigentlich auch Mode nehmen. Gott. Ganz froh. So, also, nächste Kategorie. Ich bin jetzt, also... Sollen wir mal ein Fragezeichen nehmen? Fragezeichen. Ja, Fragezeichen. Ja, bei den anderen bin ich gerade verstört. Ja. Warum sollten beim Putzen die meisten Allzweckreiniger nicht in heißes Wasser geschüttet werden? I have no. A. Der Allzweckreiniger greift sonst Oberflächen an. B. Die Mischung ist nicht gut für die Fingernägel. Oder C. Die Reinigungsmittel verlieren dadurch teilweise ihre Wirkung. Schade, dass wir das Publikum schon gefragt haben. Ja, das ist sehr schade. Können wir euer Publikum fragen? Ich gebe nur falsche Antwort. Also, der Allzweckreiniger greift sonst Oberflächen an. Das heißt, wenn der... Ich wollte nur gucken, ob sie direkt dran riecht, aber... Ich glaube, der kam auch, er sieht in allem gut aus. Hm? Aus der Ecke. Der Allzweckreiniger greift Oberflächen an. Das heißt, der Allzweckreiniger würde sich dann verändern und wenn du danach reinigst, würde er schärfer werden. Also ich hatte sofort irgendwas von wegen Auflösung im Kopf, deshalb halte ich das für unwahrscheinlich. Ihre verliert eigentlich eher die Wirkung, ja, das oder? Ist, würde ich auch sagen.
Da sind irgendwelche Stoffe drin, die werden dann gelöst und dann verdampfen die oder so in der Art. Das wäre so mein Gedanke, aber... Klingt wunderbar plausibel. Wollen wir noch mal ganz kurz drüber machen? Lass uns mal, was ist denn mit B? Also du sagtest... Die Mischung ist nicht gut für die Fingernägel. Bist du denn regelmäßig im Haushalt tätig? Das können sich ja viele dann immer nicht vorstellen, ne? Wenn man so jemand nur im Fernsehen oder im Kino sieht. Aber ich bin der Waschmaschinenmensch. Bügeln auch oder nur waschen und trocknen? Nee, bügeln. Ich habe Sachen, die bügeln. Die müssen gar nicht. Und sortierst du auch Wäsche in 70.000 Kategorien mit Trockner, ohne Trockner, ja. 75 weniger, also aber dann nur Trockner. Wolle, es sei denn, es ist kalt und dann aber doch nur, wenn es... ja? So also eine? Es ist schon irgendwie Rosé-Töne, Weißtöne, Schwarztöne, Blautöne, also so schon. Und dann auch natürlich Seide, Wolle. Ja, ja, da sind schon immer kleine... So ähnlich habe ich das auch. Ich habe erst bunt und dann habe ich Rosé-Töne und dann habe ich... gestreift. Dann habe ich gestreifte weiße T-Shirts. Das war zum Beispiel mal Uni. Und dann habe ich das mit dem Zebra zusammen rein. Du musst da mit dem in so ein Chlorwasser reinsteigen. So, kommen wir zurück zur Frage. Versuch Zeit zu schinden. Greift sonst Oberflächen an. Heiß. Das heißt, der verändert sich, der Allzweckreiniger? Und würde dann aggressiver werden. Ja. Aber das stimmt nicht. Dann lässt du ihn abkühlen und dann wieder nicht? Also nein, ich find, es ist halt, es klingt so wahnsinnig logisch, C. Ich find, ja, aber da sind doch C nehmen. Ja, ist ja okay, nicht, wenn dich das stört, dass es zu einfach ist, setz dich rüber. Sie nimmt ja eh meine Kategorien. Also insofern. Gut, wir nehmen C. Wunderbar, wir nehmen, das war eine schöne. C. Also C. Da kann ich gar nicht mehr Nein sagen. Gut, C ist eingeloggt. Jetzt muss nur noch richtig sein, dann gibt es 500 Euro. Ein Eimer heißes Wasser, ein Schuss Allzweckreiniger und der Hausputz kann beginnen. Obwohl das Verwenden von heißem Wasser intuitiv richtig erscheint, ist es mit der Kombination von vielen Allzweckreinigern kontraproduktiv. Die meisten handelsüblichen Allzweckreiniger enthalten Alkohol, der bei Wärme verdampft und seine Reinigungskraft für das Putzen von Böden und Oberflächen verliert. Diese Mittel sind häufig Kaltreiniger und entfalten ihre volle Wirkung nur in kaltem Wasser. Ob ein Allzweckreiniger Alkohol enthält, muss nicht auf der Flasche genannt, sondern nur im Internet aufgelistet werden. Die Adresse steht auf der Verpackung. Bitte. Hätte ja auch ein Fingernägel sein können. Wer weiß denn sowas, Ihr Service-Ratgeber im Ersten, meine Damen und Herren. Richtige Antwort, 500 Euro oben drauf sind 2000 Euro jetzt zusammen. Josephine. Nee, sag, du warst gut. Clever. Clever. Ne? Damit ein Kajalstift beim Anspitzen weniger Material verliert, sollte er vorher... So, bitte. Als ob du dich damit nicht auskennst. A. Ins Tiefkühlfach gelegt werden. B. Zwischen den Händen gerieben werden. Oder C. Mit Haarspray besprüht werden. Also ich benutze Kajalstift, habe aber von allen drei Sachen noch nie was vorher gemacht. Ich glaube, man braucht einfach einen guten Anspitzer. Ab morgen. Tiefkühlfach, ja, macht Sinn, weil Kajal besteht ja aus diesem, also es ist schon fest, aber wenn man es aufträgt, wird's. Also ich kenne es, wenn ich mein Kajal anspitze, es nervt mich schon, dass dann immer so klebrig drin diese Masse drin bleibt. Man muss kalt machen, macht Sinn. Kalt. Zwischen den Händen gerieben macht es eher wieder warm, dann ist der Kajal in der Hand, aber nicht da am Auge, wo er sein soll. Haarspray hatten wir doch vorhin schon mit der Nadel. Ich sag Tiefkühlfach. Weil das ist eine, also es ist eine halbfeste Masse und im Kühlfach zieht die sich zusammen, wird kalt, fest und wenn es dann anspitzt, dann geht von diesem Stift an sich halt, du willst ihn halt anspitzen, dieses Holzding weg, aber Kajalmaterial nicht. Ah, du meinst, das zieht. Ah, jetzt verstehe ich. Das zieht sich zusammen. Dadurch kommt der die Messerspitze nicht mehr direkt an den Kajal ran, sondern nur das an das Holz. Ja, das macht Sinn. Ja, das macht viel. Ja, dann gut. Ich habe. Du hast bis jetzt immer. Ich habe damit keine Ahnung. Bist du dir so sicher, dass du das sofort sagst? Es macht mich am meisten Sinn, ja. Oder wollen wir Publikum fragen, das um sicher zu gehen? Lass uns Publikum noch aufheben, wenn wir es wirklich brauchen. Oh Gott. Ah. Ah.
Nicht böse sein, wenn es nicht stimmt. Ne? Nein, 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 nein. Also ich kenne das mit dem Kaltmachen nur von Carpaccio. Ne? Das wird ja auch eingefroren, das Fleisch, damit man es dann schneiden kann. Ich kenne das Kaltmachen, also das Schrumpfen nur vom kalten Wasser. Kajalstifte bestehen aus verschiedenen Pflanzenölen oder Wachsen. Ist der Stift zu weich, lässt er sich schlecht auftragen und die Mine nutzt sich schneller ab. Um den Kajalstift leichter spitzen zu können, hilft es, ihn für circa eine halbe Stunde ins Tiefkühlfach zu legen. Der Kajalstift härtet aus, lässt sich so mit weniger Materialverlust anspitzen und hält damit länger. Das läuft doch hier mit euch. Ja, es ist doch ein super Team. 2000 Euro auf dem Konto. So, für beide Teams noch jeweils eine Frage. Ihr könnt noch mal die Kategorie wählen. Und da haben wir uns für den Grünen entschieden. Ah. Ist gut. Vielleicht eine Frage mit Schnecken. Ihr habt noch Publikum, ne? Hm? Genau, und das ist... Genau. Im Grünen. Was unternimmt Baumexperte Jonathan Cocking, um Bäume von Krankheiten zu befreien? A. Er injiziert ihnen ein Knoblauchextrakt. Das ist ja geil, oder? B. Er singt ihnen ein Volkslied vor. Aha, okay. Oder C. Er wickelt die Stämme mit Aluminiumfolie ein. Also Aluminium kennt man manchmal, das Bild mit Aluminium, aber das ist eher... Oder D. Haarspray. Legt ihm vorher ins Gefäß. Das stimmt. Ja, das stimmt. Ja. Man findet manchmal Bäume, die sind mit Aluminiumfolie eingewickelt. So, also das fand ich jetzt, das finde ich jetzt mal gerade interessant. Das Lustige ist, dass wir ja gerade von diesem Baumexperten Jonathan Cocking ja. Reden und, genau. und nicht der von, macht genau. wie kann man Bäume vor Krankheiten schützen. Weil ich habe zum Beispiel gerade, wir haben einen Baum vor unserem Hotel und der hat gerade, wie heißt das, Mehltau. Und das bekommt man hauptsächlich mit Milch weg. Also mit dem man Milch mit Wasser mischt und dann drüber sprüht. Genau. Deswegen dachte ich jetzt auch kurz, vielleicht hat Knoblauch auch, aber ist absurd. Knoblauch ist irgendwie wirklich absurd. Ja? Singt ihnen ein Volkslied vor, ganz ehrlich. Das komm, es ist Aluminium. Er injiziert ihnen einen Knoblauchextrakt. Das kann natürlich auch sein. Ey, ich habe überhaupt keine Ahnung. Aber dann injizieren mit was? Mit so einer, also ja, mit einer Spritze. Dann spritzt er das da rein und dann. Was ist denn das für eine Spritze? Was würdest du vom Gefühl? Aluminiumfolie. Ja, dann lass uns C nehmen. Wir haben keine Ahnung. Wir müssen raten. Ja. Und nehmen C. C. 2000 Euro sind ja schon auf dem Konto, aber kommen da jetzt noch mal 500 dazu. Um Krankheiten an Bäumen zu heilen, kommen Wissenschaftler auf die ausgefallensten Ideen. So auch der britische Spezialist Jonathan Cocking. Er behandelte Eschen, Eichen und Kastanienbäume, die von Pilzen und Bakterien befallen waren. Dazu verwendete er eine auf Allicin basierende Lösung und injizierte sie mit Hilfe eines unter Druck stehenden Behälters in die Wasserleitbahnen der Bäume. Allicin, das aus Knoblauch extrahiert wird, hat antibakterielle Eigenschaften und konnte im Feldversuch die Erkrankungen der Bäume heilen. Die aufwendige Behandlungsmethode soll vor allem Bäume von historischem Wert retten. Was es nicht alles gibt. Also, Antwort A ist die richtige. Es bleibt bei 2000 Euro. Jetzt habt ihr die Chance, vor dem Finale in Führung zu gehen. Und die Kategorie ist unser Körper. Wenn der Mensch blinzelt, A, wird der um 0,00133 bar gestiegene Augendruck ausgeglichen. B, wird kurz davor die visuelle Wahrnehmung im Gehirn unterbrochen. Oder C, schmeckt für eine Mikrosekunde jedes Essen salzig. Hä? Verstehe nicht. So, wir haben ja noch das Publikum. Ja. Ja, ja. Wird der um 0,00133 bar gestiegene Augendruck ausgeglichen? Wie, du weißt es schon wieder, oder was? Ich würde es nehmen, ja. Aber... Warum würdest du es nehmen? Achso, du wolltest ja nicht so viel verraten. Ja. Wollen wir mal? B wird kurz davor... Naja, wird die visuelle Wahrnehmung im Gehirn unterbrochen? Die Verbindungen, also es funktioniert ja alles. Es ist ja super, unser Gehirn.
Warum sollte das unterbrochen werden? Das ist ja immer in, also das, was du aufnimmst, auch unterbewusst, diese ganzen Verknüpfungen, warum sollte das unterbrochen werden? Du blinzelst ja nur. Aber ich finde, diesen Druck macht Sinn, weil es gibt doch so bestimmte menschliche Reaktionen, auch beim Niesen oder so, beim Husten, da machst du automatisch die Augen zu. Weil sonst sagt man doch, dass, ach, weiß ich nicht, mich lacht es an, der Augendruck. Aber wir haben das Publikum, wir haben Joker. Ja. Vielleicht weiß es wirklich jemand. Wir fragen das Publikum. 100%, weil er Augenarzt ist, oder? Ja. Mach mal, du weißt es, ne? Ich weiß. Wenn der Mensch blinzelt. Ja, wenn keiner aufsteht. Ah! Ja, das ist ein Reifeprozess. Das muss man sich gut überlegen aufzunehmen. Manchmal ist es auch ein Gärungsprozess. Ja, wie heißt Hallo. Du? Hallo, Cordia. Schön, Cordia. Genau. Dann, was machst du beruflich? Also ich bin Erzieherin. Oh, da sitzt du hier richtig. Ja. Ja. Kennst du dich irgendwie mit dem Thema aus? Also nicht wirklich, nein. Aber ich bin der Meinung, dass es A ist, weil die Augenärztin meiner Tochter mir das mal erklärt hat. Mhm. Bin das mir aber nicht sicher. Klingt erstmal bis hierhin fantastisch. Jetzt muss es nur noch richtig sein. Jeder gesunde Mensch blinzelt etwa 10 bis 15 Mal pro Minute und kommt so alle 4 bis 6 Sekunden auf einen Lidschlag. Damit wird der Tränenfilm auf dem Auge aufrechterhalten und ein Austrocknen verhindert. Forscher des University College London haben nun herausgefunden, dass kurz vor dem Schließen der Lider die visuelle Wahrnehmung im Gehirn unterbrochen wird. Es wird angenommen, dass diese Pause verhindern soll, dass das Gehirn die plötzliche Dunkelheit bemerkt. Ah! Ja, trotzdem, ihr müsst jetzt Daumen drücken fürs Finale. Ja, denn wir kommen ja jetzt zur Entscheidung und wir haben folgenden Zwischenstand. 2.000 Euro sind es bei Bernhard und Jessica. Und 2.000 Euro sind es auch bei Elton und Josephine Preuß. Und wer zieht ins Halbfinale ein? Wer zieht in die nächste Runde ein? Jessica Schwarz oder Josephine Preuß? Hier kommt das zweite Finale des heutigen Abends. Die Kategorie, aus der die Masterfrage kommt, ist Kino. Oh, Kino. Das kann super einfach, super schwer sein. Das kann alles sein, von wann war der erste Film? Ja, das kann sich ordentlich lohnen für euch, ne? Also für euch noch ordentlicher als für euch. So, Elton und Josephine haben gesetzt, Bernhard und Jessica auch. Hier ist die Masterfrage in Runde 2. Welcher dieser Filmklassiker ist am ältesten? A. Die Feuerzangenbowle, B. Citizen Kane oder C. Casablanca? Ihr habt 20 Sekunden. Ab jetzt! Tatsächlich Herzklopfen. Ja? Jetzt grad, ist so aufregend gerade. Lass uns doch erstmal gucken, wie viele ihr gesetzt habt. Jetzt sind wir nur so 2 Jahre drunter. Bernhard und Jessica Schwarz haben 2.000 Euro erspielt und haben gesetzt. Alles! Elton und Josephine Preuß haben auch 2.000 Euro erspielt und haben gesetzt. Alles! Oh Gott. Das heißt ja alles oder nichts. Das heißt ja auch, es kann ja alles weg sein gleich. Ja. Ja? Schauen wir mal, welche Antworten ihr gesetzt habt. Bernhard und Jessica haben getippt auf Antwort. A, die Feuerzangenbowle. Nee. Elton und Josephine haben getippt auf. Casablanca. B, Citizen Kane. Casablanca. Citizen Kane nicht.
Ich weiß nicht. Casablanca. Oh mein Gott. Casablanca. Und Citizen Kane ist 60er. Scheiße. Ja, Citizen Kane ist. Ja, ja, das war. Was? Was? Na, mach mal. Oder ist alles in den 40ern irgendwie nur wieder einzelne Jahre? Wie immer sind das so der Januar, Februar, März. Es war alles in den 40ern. Ja. Alle ja. Filme waren in den 40ern. Citizen Kane auch? Casablanca war zum Beispiel 1942. Oh, nee, dann Citizen ist Kane richtig. War 1941. Nein. Regie Orson Welles. Ja, Respekt. Und die Feuerzangenbowle mit Heinz Rühmann in der Hauptrolle 44. Ist aus dem Jahr 1944. Citizen Kane ist richtig. Und damit gewinnen Elton und Josefine 4.000 Euro für euch. Und das heißt für jeden von euch 88,89 Euro. Da ist die Freude groß. Herzlichen Glückwunsch. Ja, Glückwunsch, Glückwunsch. Und Josefine, wir... Lass das Glas ruhig da. Du kriegst ein neues. Ja? Jessica. Oh, es kann ja da immer nur einen Sieger geben. Vielen Dank. Dankeschön. Ja? Hat großen Spaß gemacht. Ja, total. Dankeschön. Drück die Daumen für die beiden. Tschüss. Dankeschön. Großen Applaus für Jessica Schwarz. So. Atze, du bist so verdammt gut erzogen. Ne? Steht sofort auf und ne? Wirklich toll, wirklich toll. So, Josefine, du hast dir auch einen Platz im Halbfinale gesichert. Ja, jetzt bleibt nur noch die Frage zu beantworten. Wer kommt da noch dazu? Und das klären wir jetzt in Runde 3. Jetzt bei Wer weiß denn sowas XXL. Iris Gaben gegen Christoph Maria Herbst. Unsere nächste, unsere dritte Runde mit Iris Berben und Christoph Maria Herbst. Ja, ja, ja. So, liebe Iris, herzlich willkommen. Wir freuen uns wirklich sehr, dass du heute Abend bei uns zu Gast bist. Es war in diesem Falle jetzt nicht ganz einfach, ja, denn Bernhard und Elton haben sich quasi darum geprügelt. Alle beide wollten natürlich unbedingt mit Iris spielen. Ja, aber dann hat Bernhard am Ende gewonnen. Achso, ich dachte, Elton hätte gewonnen. Hier ist noch Lippenstift dran. Soll ich das Glas von Josephine einfach zu Ende ausdrücken? Nein, das ist von mir. Von dir. Das ist in Ordnung. Nur Kajal. Du hast gefrorenen Kajal am Auge. Ihr beide kennt euch gut. Bernhard und ich, ja, wir haben viel. Ja. Ja, Frau Berben und ich kennen uns auch sehr gut. Ja. Das ist psychologische Kriegsführung, was er macht, glaube ich, oder? Nein, wir kennen uns sehr gut, aber nicht so gut, dass ich Sie jetzt nicht mit allen mir zu geboten stehenden Mitteln platt machen werde. Mhm. So ist er. Wir werden... Oh, genau. Wir werden aber denk daran, Iris könnte im Zweifelsfall dafür sorgen, dass du nie wieder besetzt wirst. Nee, ich meinte das positiv gerade, was ich... Klar. Bist du sehr aufgeregt jetzt gerade oder geht's? Natürlich bin ich aufgeregt, weil das ist wirklich eine Premiere für mich. Mhm. Und du hast schon viele erlebt, aber... Ich hatte viele Premieren und trotzdem ist das... Aber ich habe ja jetzt beobachtet und das macht wirklich Freude. Es macht Spaß und ich glaube, es macht noch mehr Spaß, wenn man gewinnt. Ja. 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 Du musst jetzt nur... Wir müssen es nur tun. Hm? Ihr müsst es tun, ihr müsst richtig gut als Team funktionieren. Ja. Und auch Christoph, Maria und Elton werden natürlich alles dafür geben, ihr Publikum glücklich zu machen, nochmal glücklich zu machen. Klar. Das war eben schon mal sehr gut gelungen. So, für alle, die vielleicht ein bisschen später an diesem Samstagabend nach Hause gekommen sind, die Publikumsverteilung hat sich natürlich nicht geändert seit Beginn der Sendung. Sie sei der Vollständigkeit halber nochmal erwähnt. Hinter Bernhard und in diesem Falle jetzt Iris Berben sitzen 84 Zuschauer. Hinter Elton und Christoph Maria Herbst 45. Und einen
freien Platz haben wir noch fürs Halbfinale. Wer wird also gemeinsam mit Josephine Preuß und Atze Schröder ins Halbfinale einziehen? Iris Berben oder Christoph Maria Herbst? Hier sind die 12 Kategorien. Hier ist die Wand. Die 12 Kategorien in diesem Falle sind tierisch, tierisch, total genial, was passiert wenn, Essen und Trinken, damals, heiliger Stuhl, Fragezeichen, unser Körper, Kino, das große Krabbeln, Wahnsinn des Tages und clever. Ja, ihr habt die erste Wahl, ihr habt quasi die freie Auswahl. Wir waren ja nah mal dran. Wir waren nah dran, wir wären fast Papst geworden. Wir wären fast Papst geworden, ja. Dadurch, dass wir ja nicht mehr so nah dran sind, ist aber unsere Beobachtung auch. Wir nehmen den Heiligen Stuhl. Hm? Er ganz falsch gedacht. Hm? Der Heilige Stuhl. Der Hof Belvedere im Vatikan. A. Wurde 2017 mit einem Milchanstrich versehen. B. Hat mehrere Hausnummern, die alle durch 7 teilbar sind. Oder C. Darf nur von Montag bis Donnerstag fotografiert werden. Wir sind zu früh ausgetreten. Ja, und das hat das aber auch nicht noch wirklich, erfahren. Das hat nicht wirklich was, das sind ja keine Glaubensfragen. Oder? Nein. Ja, also. Nee, da wüsste ich auch. Hat mehrere Hausnummern, die alle durch 7 teilbar sind. Dann würde das ja heißen, dass ein gewisser Arbeitglaube, der darf ja gar nicht. Ja, ich meine 7, aber das ist in dem Fall 7, 14, 21, 28. Na. Nee. Nachdem 2017 der Milchanstrich. Was ist denn ein Milchanstrich? Ja, das ist vielleicht eine Farbe, wo Milch mit hineingemischt wurde. Das Land von Milch und Honig, das ist Israel. Aber ganz ehrlich, das ist der Hof, vor allem ist der Boden. Der Hof Belvedere. So, darf nur von Montag bis Donnerstag fotografiert werden. Das heißt Freitag, Samstag, Sonntag nicht. Das ist natürlich jetzt das. Könnte einfach bedeuten, dass dann geschlossen ist. Ja, weil das ist dann die. Und das ist eine Fangfrage. Ja, die, das ist natürlich das dann die. Quasi ja. Diese wir haben teilweise Geschichte nicht nur Fangfragen, sondern auch Fangantworten. Da kann man nur raten. Also ich meine, wüsste ich nicht, B und C hätten wir vielleicht schon mal gehört und A nicht. Deshalb also ja. Würde man vom Gefühl zu A gehen. Aber es ist, ich bin mir nicht sicher genug, wenn du jetzt nicht auch sagst, A. Würdest du auch A sagen? Ja. Ohne Publikum zu fragen, einfach ganz am Anfang so A riskieren? Einfach mal auf Risiko. Weißt du was, Kai? Die Iris und ich, wir gehen einfach mal auf Risiko. Wir gehen einfach mal auf Risiko. Wir gehen da geradeaus durch, ganz egal, wie da heiß das Feuer auch brennen mag. Auch ich finde, wollt ihr es einloggen? Wir nehmen A. Okay. Wir nehmen A. Auch ich finde, mit Iris an seiner Seite kann man auch mal Risiko gehen, oder? Muss man quasi. Muss man. Der vatikanische Hof Belvedere geht auf das Jahr 1484 zurück. Bei seiner Restaurierung 2017 wurde seine Fassade mit einem Milchanstrich versehen. Dabei wurde Milch von vatikaneigenen Kühen mit Leim und natürlichen Pigmenten angemischt. Danach wurde die Farbe per Hand nach jahrhundertealter Technik aufgetragen. Die Farbe ist nicht nur ökologisch, sondern auch besonders haltbar. Wahnsinn! Der Hof Belvedere. Die erste richtige Antwort. Die ersten 500 Euro. Wow! Wenn das so weitergeht. Mit deinen Sitzen, ich bin Allergiker. Dann erst recht. Was sollen wir nehmen? Tiere finde ich immer süß. Also das große Krabbeln oder tierisch, tierisch? Tierisch, tierisch. Oder total genial? Wir nehmen Essen und Trinken. Gastronomen verstoßen streng genommen gegen das deutsche Lebensmittelrecht, wenn sie A. Bier mit Cola servieren, B. Garnelen als Scampi anbieten oder C. Salatsoßen mit haltbarer Schlagsahne mischen. Also, warum sollte Bier mit Cola? Ich meine, wir sind ja wie in einer skurril. Also, da kann natürlich sein, aber warum soll Bier mit Cola Lebensmittelrecht? Also, es wäre mir jetzt auch neu, dass Mischgetränke verboten sind. Oder ist es die Tatsache, dass was Alkoholisches mit was Nicht-Alkoholischem gemischt wird? So, Garnelen als Scampi, ist das. Ist das eine Unterscheidung? Es gibt ja Krabben, Garnelen, Scampi, Langusten, Gambas, es gibt ganz viele unterschiedliche.
Das kann schon sein, dass es Garnelen im Überfluss gibt, die werden im Überfluss gefischt werden können, also viel preiswerter auf den Markt geschmissen werden. Und dann sagen die Restaurants einfach, hier, wir haben einen fantastischen Scampi-Teller, aber es sind runtergebrochen eigentlich Garnelen, das könnte sein. Und das ist damit eigentlich eine Vorspiegelung falscher Tatsachen und damit verstößt es eigentlich gegen das Lebensmittelrecht, ist aber so eine Art Gewohnheitsrecht, weil es alle machen. Also B finde ich jetzt... Ja. Hast du mal darüber nachgedacht, so eine Kneipe oder ein Restaurant oder so aufzumachen? Täglich denke ich darüber nach. Aber? Da ich dann mein bester Kunde wäre, lasse ich's. Beim Essen oder beim Trinken? Salat. Das ist noch nicht entschieden. Haltbare Schlagsahne mischen. Was soll denn da noch daran? Ich glaube, Salatsoßen, fertige Salatsoßen sind doch eh komplett haltbar gemacht. Also da ist das mit der Schlagsahne, kann doch da nicht das Problem sein, oder? Wüsstet ihr es? Naja, oder ist eine Salatsoße an sich, also ist in dem Wort schon drin, dass die frisch sein muss und dass die ganzen Zutaten frisch sein müssen. Da darf nichts haltbar. Das ist mir auch neu. Bring ich dich zum Schwitzen? Ja. So. Waren deine Eltern waren doch Gastronomen, oder? Das habe ich mal irgendwo gelesen. Die Frage ist natürlich, aber Vater, Deutsch, ne? Ist das was hatte der Restaurant? Ja, aber das Deutsche mein Vater war Koch und hat dann junge Köche ausgebildet. Könnt ihr euch das ein bisschen konzentrieren? Es geht gerade. Nein, es war nur. Also Privates könnte ja gleich besprechen. Ich muss mich entschuldigen, ich hatte mal irgendwo gehört, dass es da gastronomische Einflüsse bei Familie Berben gab und das habe ich gerade kurz besprochen. Mein Vater war Koch. Der Vater war Koch. Das tut mir sehr leid. ich würde mich jetzt auch lieber mit Frau Berben unterhalten, aber ich muss das jetzt hier professionell durchziehen. So. Aber wir haben die Zeit eures Plauderstündchens, das im Fluge vorbeigeflogen ist an uns, genutzt, um uns für welchen Buchstaben nochmal? Ich glaube, wir waren bei B hängen geblieben. Ne? Bei B hängen geblieben, das ist aber so naheliegend. Ist dem Elten nur zu einfach. Ja, ich verstehe das auch. Die einfachste Lösung ist oft nicht die beste. Bier, lass uns dann mal von vorne anfangen. Bier mit Cola. Das ist Alkohol. Cola ist ja eigentlich nichts anderes als Phosphorsäure, die wir nur deswegen nicht erbrechen, weil da noch kiloweise Zucker reingehauen wird. Echt? Klang gut, ne? Und es könnte sein, dass das eigentlich, wenn man es dann im Reagenzglas untersucht, hochtoxisch ist. So, Elton, was machen wir denn jetzt? Wir nehmen B. Wir nehmen B. Wir bleiben bei B. Ja? Sag doch auch mal was. Ja, hab doch reingelockt. Sehr gut. Garnelen als Scampi also. Um Kosten zu sparen, werden in der Gastronomie statt der hummerähnlichen Scampi oft wesentlich günstigere Garnelen angeboten. Das ist nicht erlaubt und wettbewerbswidrig. Denn laut deutschem Lebensmittelrecht dürfen nur Tiere der Gattungen Metanephrops und Nephrops norvegicus als Scampi verkauft werden. Der Unterschied? Scampi haben Scheren, sind zart im Biss und haben einen nussig-süßen Geschmack. Garnelen wiederum haben Fühler, sind fest und knackig. Ja, auch bei euch die erste richtige Antwort, die ersten 500 Euro. Sehr gut. Garnelen als Scampi, genau. Ja, das war zu viel. So. Die nächste Kategorie. Also wegen mir auch hier Tiere, damals. Wir nehmen jetzt damals. Der erste digitale Universalcomputer der Welt. A. War so groß wie ein Tennisplatz. B. Wurde von 6 Frauen programmiert. Oder C. Brauchte 8 Tage, um hochzufahren. Erste digitale. Das hat der Bernhard bestimmt schon mal gelesen. Ja, das Problem ist, ich kann mir alles vorstellen gerade. Ich würde mir B gerne vorstellen, wegen der 6 Frauen. Es gab doch auch diesen Film, wo die Frauen quasi die Programmierung dann übernommen haben. Ja, und Frauen waren Programmierer. Ich habe, glaube ich, sogar mal die erste Programmiererin, die Programmiererin des ersten deutschen Computers kennengelernt. Meine Mutter! Ne? Ne? Ja? Das war aber kaum zu glauben. Kaum zu glauben, ne? Saß also, die. Ja, die erste deutsche Programmiererin. Morgen Abend gibt es übrigens eine neue Folge, kaum zu glauben. Kann ich an der Stelle ganz kurz mit anbringen. 21:45 im NDR Fernsehen sollten Sie nicht verpassen. Der Kai ist auch dabei. Ja, ja. Bernhard. Also, war so groß wie ein Tennisplatz, kann sie, weil es waren riesige Dinger. Das kann aber nicht sein. So groß. Also der. Oder? Ne, ganz ehrlich, das ich kann bei allem würde ich sagen, aha. Deshalb würde ich in dem Fall
Das Publikum fragen? Das Publikum fragen, ob es wirklich einer weiß. Außer du sagst, da bin ich mir sicher. Ich bin mir überhaupt nicht sicher. Also ich kann mir hier... Ich habe einen Wunsch, Wunschzahl, aber ich bin mir nicht sicher. Ja, ich würde mich auch zu B hin wünschen, weil ich... Aber 8 Tage hoch, das ist auch schon mal... Dass das ewig dauert, nacheinander. Ja. 8 Tage finde ich was viel, aber dass das ewig dauert, bis sie alle ansehen. Dann macht es ja klick, 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 klick und guck. Ja, du müsstest jetzt mit Iris zu einer... Publikum? Publikum ist einer weiß. Ob es einer weiß? Ja. Würde ich in dem Fall... Fragen wir das Publikum. Ob es einer weiß oder gelesen hat, weil... Ein Computer-Freak hier. Wir müssten komplett raten. Es müsste ja mehr ein Freak der zur Computerhistorie sein. Oh. Ja, super. Oh la la. So. Hallo. Hi. Wie heißt du? Eileen. Hallo Aline aus? Hamburg, ja. Hamburg, okay Aline. Hast du irgendwas mit Computern zu tun? Nein. Aber du bist doch sehr schnell aufgestanden. Ich habe, glaube ich, den gleichen Film wie Hoecker geguckt. Mhm. Es ging um 6 schwarze Frauen, da ging es auch so um diese weiße-schwarze Kontroverse und die haben den Computer herprogrammiert. Also du tippst damit auf Antwort B. B. Aline tippt auf Antwort B, sagt, es waren 6 Frauen, die den programmiert haben. Mit 20 Jahren nahm die gelernte Mathematikerin Jean Jennings 1945 einen Job als Rechnerin bei der Armee in Philadelphia an. Gemeinsam mit 5 weiteren Frauen, Kathleen McNulty, Betty Horberton, Marilyn Westhoff, Frances Dance und Ruth Teitelbaum, programmierte sie dort den 24 Meter langen, fast 2,5 Meter hohen und 30 Tonnen schweren ENIAC. Den weltweit ersten rein elektronischen programmierbaren digitalen Universalcomputer der Welt. Als dieser fertig war und 1946 mit großem Erfolg der Öffentlichkeit vorgeführt wurde, waren die 6 Damen nicht eingeladen. Erst in den 1990er Jahren entdeckten Historiker die Geschichte der Pionierinnen wieder. Die richtige Antwort eingeloggt. 500 Euro, Aileen, vielen Dank. Daumen drücken. Okay. So, ihr steht bei 1.000 Euro. Länger, aber was ganz Obskures. Können wir mal Kino nehmen? Ja, können wir machen. Wahnsinn des Tages, bitte. Okay. Was unternahm eine Frau aus Schweden, als sie entdeckte, dass ihr neues Tattoo einen Schreibfehler enthielt? Okay. A. Sie änderte den Vornamen ihres Sohnes. B. Sie trennte sich von ihrem Freund. Oder C, sie zettelte eine Rechtschreibreform an. Ey, ist das cool. Coole Fragen. Okay. Es ist passiert. Natürlich. Also B schieße ich jetzt mal aus, das wäre zu simpel. B finde ich... Es sei denn, der hat das Tattoo gemacht. Hast du ein Tattoo? Ja, aber an einer Stelle, die ich jetzt nicht zeige. Und das ist doch nichts Besonderes, sie trennt sich von ihr. Das haben wir gemein übrigens. Ich finde A irgendwie ganz süß. Die haben ja, ich finde A eigentlich auch am besten. Was sind denn so gängige schwedische Kindervornamen? Kai. Ja, wohl, die hat Kai vielleicht, der Tätowierer hat sich vertan, hat Kai mit Y tätowiert. Das gibt's ja. Eben, aber der schwedische Junge wird mit I geschrieben. Ah. Und daraufhin hat sie den Jungen ja nicht umbenannt, aber anders schreiben lassen. Aber kann man das Umbenennen nennen? Oder meinst du, der war so besoffen, der Tätowierer, dass der irgendwie... Kia. Torben Hendrik geschrieben hat. Dabei heißt er eigentlich Kai. Jetzt nennt die den Sohn freiwillig Torben Hendrik? Und das in Schweden. Also, oder Pippi? Ich hättete eine Rechtschreibereform an. Was soll denn das bedeuten? Das heißt, da war irgendein Spruch drauf und irgendein Schwede. Kai mit Y! Kai mit Y! Das war selbst nicht. Das muss ja, wenn denn ein... Das müsste ja ein schwedisches Sprichwort sein, was, oder irgendwas... Was sie sich tätowieren, weil du kannst ja nicht. Es gibt ein chinesisches Sprichwort, das besagt. Und was heißt das? Da denk mal drüber nach. Also ich würde. Ich würde. Die Zettel eine Rechtschreibung. Ich würde A nehmen. Lass uns bei A bleiben. Das ist, haben wir intuitiv als erstes gesagt. Du mit dem metrosexuellen Wort süß. Und ich habe gesagt, ja, ist eine Spitzenidee. Wir nehmen A. Wir nehmen A. Okay. Kai kommt ja aus der Schneekönigin. Kai und Gerda. Okay. Ja. Ist das eine Frage? Nee, das war nur so. Danke, ich lerne viel und gerne. Wusstest du eigentlich das? Ja, das wusste ich.
Johanna Sandström aus Schweden erfüllte sich 2015 im Tattoo-Studio in ihrem Heimatort Kyrkult einen lang gehegten Traum, ein persönliches Tattoo. Doch dann der Schock. Anstatt Nova und Kevin, die Namen ihrer Kinder, war auf ihrem Unterarm Nova und Calvin zu lesen. Der Rechtschreibfehler blieb nicht ohne Folgen, zumindest für ihren damals zweijährigen Sohn, den sie kurzerhand von Kevin in Calvin umtaufen ließ. Richtige Antwort. Läuft gut. Auch bei euch sind es 1.000 Euro. Sieht dir was aus. So, nächste Kategorie. Ja, wir nehmen das Kino. Oh. Wir nehmen Kino. Ist ja alles anders. Welche in Spielfilmen häufig gezeigte Szene funktioniert auch in der Realität? A. Ein Taschentuch mit Chloroform betäubt innerhalb von Sekunden. B. Ein Sprung ins tiefe Wasser schützt vor Pistolenkugeln. Oder C. Laserstrahlen sind im Weltall klar und deutlich zu erkennen. Also, C funktioniert nicht, würde ich auch sagen. Oder? Ja. Als ich das letzte Mal im Weltraum mit Laserstrahlen hantiert habe, unterwegs war, da habe ich nichts gesehen. Nee, ne? Weil dafür brauchst du Sachen, die reflektieren, sind so. Nee, glaube ich auch nicht. Ein Sprung ins tiefe Wasser schützt vor Pistolenkugeln. Würde auch in der Realität. Ich bin selten in so eine Situation gekommen, kenne sie vom Drehen. Das kann ich da mir sogar vorstellen. Da wird öfter mal geschossen, wenn ihr dreht? Auch hin und wieder wird geschossen. Ja? Ich glaube, das ist wirklich B, weil die werden unfassbar abgebremst. Du musst deshalb auch tiefes Wasser. Also wenn du da reinspringst, genau, bist, nur reinspringen, bist du den Knien drin, dann ist doof. Das ist ganz blöd, ja. Ist nicht gut. Auch blöd, wenn der Kopf noch aus. Es ist ja, genau. Nicht so gesund, in knietiefes Wasser zu springen. So. B hört sich gut an, ne? Ja, und ein Taschentuch mit Chloroform, das ist der hier, ne? Ja, das ist der. Nee, Chloroform, das da, also innerhalb von Sekunden, das ist auch sehr schnell. Auch nicht. Weil wahrscheinlich macht man so. Ja, und wehrt sich. Und wehrt sich. Und ich glaube nicht, dass das so ein. Nein. sind wir doch für B, oder? Wir sind für B. Wir sind für B und lassen uns. Wir springen ins. Wir springen ins tiefe, unbekannte Gewässer. Ja. Okay, Antwort B. Risiko, wir lieben es. Dann schauen wir mal, ob dieser Überlebenstipp auch wirklich funktioniert. Wer im Hollywood-Streifen auf der Flucht ist, rettet sich gerne mit einem Sprung ins tiefe Wasser vor drohenden Kugelsalven. An Land bewegt sich ein 9mm Projektil mit etwa 450 Metern pro Sekunde voran. Da Wasser fast 800 Mal dichter ist als Luft, wird die Kugel durch den Reibungswiderstand kurz nach dem Eintritt enorm abgebremst und schiebt das Wasser vor sich her. Liegt der Einschusswinkel des Projektils bei 30 Grad, kann sich der Tauchende ab einer Tiefe von etwa 1,5 Metern in relativer Sicherheit wähnen. So, richtige Antwort. Hier steht bei 1.500 Euro. Und es sei einmal wirklich deutlich gesagt, was ein unfassbar cooler Erklärfilm, ja, oder? Ja, der war geil. Ja, nein, und die sind alle toll, ja, aber der war... Nein, auf dem Fisch stand mal der Meterzahl. Ich will Tiere. Tierisch. Hast du ihm was ins Wasser getan? Nein, das macht er selber. Achso, okay. Tierisch. Jetzt kommt eine Spinne. Es legt sich niemand hier. Um sich vor Feinden zu schützen, haben Eichhörnchen. Oh. Wie süß. Und auch das Tier. Hör auf. Me too. Hallo Frenzen. Wer ist das denn? Das ist Champ. Champ. Champ ist ein... Das Hörnchen hier in der Stadt. Ist das noch ein kleines Hörnchen? Ja, Champ ist erst 7 Wochen alt. Oh. Oh mein Gott. Aber hat die Ladies jetzt schon alle im Griff? Er hält dich für einen Pflaumenbaum. Ja. Geh ihm nicht auf die Nuss. So, ja, genau, können wir mal unsere Fragen-Antworten hier haben. Ja, warte mal. Um sich vor Feinden zu schützen, haben Eichhörnchen A, einen Warncode, der an Bäumen klopft und weitergegeben. Es kitzelt. Macht er ja gar nicht. B. Immer mindestens einen Notausgang an ihrem Kobel.
Kai, oder C, hattest du deine Finger vorher? Meistens eine angespitzte Wurfnuss in der Backentasche. Das muss das Nussöl sein, mit dem ich mich vor der Sendung eingerieben habe. Die haben meistens eine angespitzte Wurfnuss in ihrer Backentasche. Wie geil ist das? Oh. Ja, Tiere haben ein sehr feines Gespür, wer gut zu ihnen ist. Ja. Aber du bist kein Vegetarier, oder? Ich bin kein Vegetarier. Also du isst auch Eichhörnchen? Nein, auf keinen Fall. Also theoretisch ist das denkbar, das ist doch... Könnt ihr euch bitte auf die Beantwortung der Frage konzentrieren? Um sich vor Feinden zu schützen, haben Eichhörnchen... Der ist Allergiker. Das ist meine einzige Allergie, Eichhörnchen. Oh, wie süß. Das tut so unfassbar weh. Das einzige Problem, was Champ hat, er hat nicht viele Probleme, das einzige Problem, was er hat, ist, er hat eine sehr schwache Blase. Das ist mir sowas von egal, weil das ist so unfassbar süß. Lass das da mal, lass das mal. Oh. Tiere wissen, wo es einem gut geht. Du riechst auch ein bisschen strenger. Oh, nur bitte jetzt nicht anlehnen. Nicht anlehnen. Was? Okay. So. Ich war's nicht. Es tut mir leid. Aber Haare stehen ihnen. Das kaschiert ganz gut, oder? Okay, ich lass mir ein Eichhörnchen wachsen. Das Eichhörnchen hat da was am Fuß. Genau. Haben Sie das schon länger? Nein. So, komm. Eine große Nuss. So. Jetzt noch mal. Das kann doch nur B sein. Ich habe mich noch gar nicht auf die Antworten konzentrieren können. Um sich vor Feinden zu schützen, haben Eichhörnchen einen Warncode, der an Bäume geklopft weitergegeben wird. Hallo? Das heißt, einer klopft, wird dann gefressen und warnt die anderen, oder was? Der denkt dann, das ist ein Specht und... Das macht keinen Sinn, ne? Um sich vor Feinden zu schützen, haben Eichhörnchen immer mindestens einen Notausgang an ihrem Kobel. Ihre Beine über 180 Grad drehen. Das kann sein, wenn eine Schlange oder irgendwas da rein... flitzen die woanders wieder raus. Schlangen. Das ist aber auch wirklich in Deutschland, süß, ne? Wo sehr viele Eichhörnchen sind. Ja, aber wenig Schlangen. Wusste ich. Wir können nicht eh nach Hause gehen, solange die Eichhörnchen... Mann, aber hey, ist doch... Die haben eine Wurfnuss in der Buttentasche, da kommt der und... und haben dann nur eine und wenn er nicht getroffen hat, was dann? Ich möchte, dass das stimmt, weil ich das in dem Film sehen will. Aber das ist natürlich kein Grund. Also die Antwort schließt sich aus. Ja, nur weil wir das wollen, kann C deswegen nicht richtig sein. So, einen Vakuum, wie klopfen die denn mit der, hast du, wie sanft dieses Eichhörnchen ist? Die klopfen dann mit ihrer... Ja, die müssen dann schon eine Nuss im Schnäuzchen haben und dann sehen die auf einmal den Kai oder eine Schlange oder was auch immer. Oh, der will uns fressen. Und dann klopfen die mit dieser Nuss an den Baum, damit, wie laut muss das denn bitte sein, damit alle Eichhörnchen in dem kompletten Wald irgendwie... Nee, lass uns B nehmen. Ja, wir nehmen B. Ja, dann, Frenzen, wie ist das denn mit einem Eichhörnchen? Erstmal die Frage, wie bist du überhaupt zu diesem unfassbar süßen Eichhörnchen gekommen? Champ ist ein Findelkind, der ist vom Baum gefallen und ich bin quasi mit der Flasche jetzt aufgezogen. Okay. Und der soll auch später wieder ausgewildert werden. Und das funktioniert dann auch? Das funktioniert gerade bei Eichhörnchen relativ gut. Also die vergessen einen recht schnell und binnen weniger Tage sind die wieder sehr wild. Okay. Was ja von Vorteil ist. Ist das jetzt, das ist ein kleines... Genau, der ist jetzt 7 Wochen alt und bleibt noch eine Weile, der trinkt auch noch Milch, frisst zwar schon feste Nahrung, trinkt aber noch Milch. Aber wird es dir leicht fallen, dich von Champ zu trennen? Naja, schon in dem Sinne, weil es ja schöner ist, wenn er frei sein kann. Also das finde ich deutlich schöner als eine Abhängigkeit, die ein Tier zu mir hat. Ne? Wow, okay. Wie schön, ja. Wie haben wir es denn jetzt mit der Frage und unseren Antwortmöglichkeiten? Wie? Ja, also Eichhörnchen haben immer einen Notausgang tatsächlich am Nest. Ja. Das ist die richtige Antwort. Sehr gut. Und ihr habt auf jeden Fall richtig geantwortet, steht bei 1.500 €. Und Frenzen, ich glaube, ihr beide, solange ihr zusammen seid, das funktioniert hervorragend. Und wir wünschen dann alles Gute, ne, für Champ, wenn er dann wieder in die Freiheit geht. Ja, erstmal ein paar Eichhörnchen-Ladies kennenlernen. Ja, genau so ist es. Ja. Dankeschön für den Besuch. Danke euch. Vielen Tschüss. Dank. Ciao. Oh.
So, und wir nehmen noch mal tierisch, tierisch. Das war so süß. Ja. Nimm noch das große Krabbeln. solange der Christoph das auf den Kopf kriegt. Ja, was? Wir nehmen, was passiert, was wenn. Was passiert, wenn? Was passiert, wenn der Startklotz angehoben wird? Wir haben da ein kleines Experiment vorbereitet. So, vielen Dank, liebe Kollegen. Ach du liebes bisschen. Ich hatte mir unter Startklotz irgendwie was ganz anderes vorgestellt, oder? So, danke schön. Der Startklotz ist hier vorne zu finden. Das ist er hier. Wir haben zur Sicherheit auch nochmal Start draufgeschrieben, dass da keine Unklarheiten entstehen. Also wenn man den hochnimmt, was passiert dann? So, das ist die Frage und hier sind die Antwortmöglichkeiten. Antwort A. Alle Stäbchen richten sich parallel aus. Antwort B. Die Konstruktion erhebt sich wie eine Kobra und schießt mit Stäbchen. Nein. Oder C. Die Stäbchen klappen zusammen und ein Sirenenton entsteht. Also, die Konstruktion erhebt sich wie eine Kobra und schießt mit Stäbchen. Also nur mal, dass man das, wir dürfen, ah, wir sehen es ja da, genau. Also, die Dinger sind alle unter Spannung. Aber das würde bedeuten, schießt mit Stäbchen, dann wären ja lose. Nee, die sind alle lose, die sind, glaube ich, nicht geklebt. Die sind einfach nur unter Spannung. Weißt okay, du? Und ich kann mir vorstellen, wenn man den Startklotz hochhebt, dann geht das Äußerste... Mach doch, lass sie doch einfach mal leben. Das Eichhörnchen durfte auch überall rumkrabbeln. So, dann geht der, also die sind unter Spannung, dann würde der Erste hochspringen, ja, nimmt den Druck vom Zweiten, dann springt der hoch, nimmt den Druck vom Dritten, nimmt den hoch. Wie viel sind's? Weil dann kann ich dir grob sagen, wie lange es dauert, bis ich es fertig beantwortet habe. Und dann geht das so. Mit Stäbchen. Und die Gesamtspannung ist vielleicht so, dass es wirklich so macht. Es wie ist wirklich, eine Kobra. Ja, wie eine Kobra. Weil alle Stäbchen richten sich parallel auf. Man sieht ja so schon so eine Vorspannung. Ja. Okay, also das wäre jetzt, könnten wir uns erklären. Könnten wir uns erklären. So, alle Stäbchen richten sich parallel aus. Das heißt, die machen alle, sind alle auf einmal nebeneinander. What? Kann ich mir nicht vorstellen. Nicht vorstellen. Physikalisch nicht vorstellen. Nee, was, also, wenn... Der, also der Startklotz sieht ja, also die Startsituation sieht ja genauso aus wie da. So, das heißt, genau. Warum sollten die in diese Richtung gehen? Also ich glaube B würde ich sagen, oder? Ja, wir nehmen B. Gut, B ist eingeloggt. Dann werden wir das jetzt demonstrieren. Hm? Markus. Hast du mal durchgezählt, wie viele Stäbchen es sind? Das haben wir tatsächlich. Es sind 1070 Stück. Oh. Genau, das war richtig viel Arbeit. 3 Stunden, 2 Leute. Mhm. Und mit möglichst wenig Fehlern natürlich. Und wie oft habt ihr diesen Sirenenton gehört? Dazu kommen wir gleich. Also, 1070 Stäbchen. Und wir werden jetzt, ich darf den Startklotz anheben. Und dann gucken wir mal, was passiert. Und dann reden wir drüber. Bitte? Haben wir Schutzbrillen? Nö. Oder Kopfhörer wegen des Sirenentons? Nee, aber die fluten gleich das Studio und dann schlägt es nicht mehr so weit. Nein, so viel. Na, lass so laut überraschen. Ist das nicht, dass wir Schutzbrillen brauchen. Achtung, seid ihr bereit? Ja. Spürt ihr diese Spannung hier im Studio? Ja. Wow. Hab ich dir das nicht gewusst? Ja, ist aber nicht unsere Frage. Bam! Yeah. Wow. Ja, das ist eine... Das,
Das ist eine Mischung aus Begeisterung natürlich über die richtige Antwort und natürlich Begeisterung über dieses wirklich wahnsinnig eindrucksvolle Experiment. Kann ich das nochmal sehen? Einfach, wenn ihr... Ja, kein Problem. Wir bauen das gleich nochmal auf. Also es ist wirklich unglaublich beeindruckend. So, was ist da jetzt passiert, Markus? Als wir das zusammengebaut haben, haben wir eine Menge Energie reingesteckt in Form von Spannenergie. Also wir mussten die ja wirklich miteinander verknoten und die Energie wird dann hier entspannt und in kinetische Energie umgewandelt. Die Kobra kommt hoch, die Stäbchen fliegen durch die Gegend und wir freuen uns alle. Ja, also das ist nun in der Tat ein Experiment. Das kann man auch mal zu Hause nachmachen. Ne? Räumen Sie ruhig mal den Esstisch frei. Ja, vielleicht haben Sie ja einen befreundeten HNO-Arzt, der Sie mit Stäbchen versorgt. Und dann ruhig mal ausprobieren. Ne? Also ganz wunderbar, großartig, beeindruckend. Markus, wieder mal immer eine Freude, euch hier bei uns bei Wer weiß denn sowas XXL zu Gast zu haben. Ja. Markus Weber von den Physikern. Das nehme ich Sie wieder mit, dass das alles eine Vollständigkeit hat. Und in der nächsten Sendung sehen wir uns wieder, ganz klar. Dankeschön, euer Applaus. Toll, oder? So, so, aber jetzt auch raus was damit. Für Kindergeburtstage doch zum Beispiel. Ne? Also da kann man doch wirklich allen eine Freude machen. So, ihr habt einen neuen Kontostand. Und da schauen wir drauf. Hier steht jetzt bei 2.000 Euro. Ja. Bisher wurden in dieser Runde ja noch keine, wurde noch keine Frage falsch beantwortet. Das ändert sich jetzt. Ne? Das Geräusch. Ich mag diese Holzstäbchen nicht. Echt? Du wolltest unser Körper doch von Anfang an nehmen. Wollen wir das jetzt mal versuchen? Ja. Unser Körper. Wir nehmen unseren Körper. Okay. Ihr seid mit eurem Körper fertig. Unser Körper. Mit verbundenen Augen kann ein Mensch A. keinen Unterschied zwischen den Tönen C und Cis hören. B. mit der Fingerspitze nicht zwischen kalt und warm unterscheiden. Oder C. nicht mehr als 20 Meter geradeaus gehen. C. Wir haben da mal was vorbereitet. Was denn? Ein Klavier, ein Klavier. Mutter, wir danken dir. Also A, ist ja wohl Quatsch, oder? Tennisplatz. Also wie oft sitzt man in einem klassischen Konzert und schließt vor Begeisterung und Rührung und Angefasstsein die Augen? Und immer, wo der Komponist dann irgendwie ein C komponiert hat, hörst du dann ein Cis? Da müsste man ja aufschrecken, weil es auf einmal dissonant ist. Also das habe ich noch nie gehört. Kai, was sagst du? Ja. Und also Elton, ich glaube, Elton geht nicht so oft in klassische Konzerte, sonst schon gerne zu Konzerten. Elton ist auch, glaube ich, kurz eingenickt gerade. Also, wenn man die Augen verbunden hat, geht man, bevor die 20 Meter erreicht sind, ist man schon schief. Ja, das ist C, das ist ganz, also... Mit der Fingerspitze nicht zwischen kalt und warm unterscheiden, das ist jetzt... Ob du auf einer heißen Herdplatte bist, merkst du, auch nö, das ist... Ist totaler Quatsch, wir nehmen C. C. Ich muss sagen, ich habe deinen Teamkapitän schon in Situationen erlebt, da hatte er keine verbundenen Augen und konnte keine 20 Meter geradeaus gehen. Aber das gehört natürlich nicht hierher. Nein. Würde ich auch nie im Fernsehen erzählen. Aber jetzt, wo wir gerade mal unter uns sind. Aber in der Live-Sendung kann man das schon mal machen. Forscher des Max-Planck-Instituts verwandten den Teilnehmern eines Experimentes die Augen und gaben ihnen eine vermeintlich einfache Aufgabe. Geradeaus gehen. Während dies Versuchspersonen mit geöffneten Augen problemlos über weite Strecken gelang, konnten die Teilnehmer mit verbundenen Augen nicht weiter als 20 Meter geradeaus gehen. Sie liefen in Zickzacklinien oder sogar im Kreis. Grund dafür ist, laut Forschern, dass sie sich nicht an der Umgebung und der Sonne orientieren können und sich fehlerhafte Informationen aus den Sinnesorganen summieren. Es bleibt dabei. Auch hier die richtige Antwort. Wir stehen bei 2.000 Euro. Und nach wie vor sind alle Antworten richtig beantwortet. Fragezeichen. Alle Fragen sind richtig beantwortet. Ja. Dann müssen wir uns nicht entscheiden. Das Fragezeichen. Ein Nanometer verhält sich zu einem Meter in etwa wie? A. Der Durchmesser einer Haselnuss zu dem der Erde. B. Die Fläche Berlins zu der von Afrika. Oder C. Die Dicke eines DIN A4-Blattes zur Höhe des Burj Khalifa. Wo ist denn der Burj Khalifa? Das ist, glaube ich, so ein... Ui. Das
Also da gebe ich auf. Bitte schön. Was? Ich? Boah. Okay, ein Nanometer, da geht's jetzt schon mal los. Ja. Ein Nanometer ist ein Millionstel Meter. Ja. Ein Tausendstel ist ein Millimeter. Aber ist ein Nanometer, nee, das ist noch kleiner, ein Millionstel Meter. Mikro. Nano. Vielleicht Millimeter. Nano, das ist jetzt, müssen wir jetzt wissen, was Nano genau ist. Nano ist auf jeden Fall sehr, sehr klein. So, der Durchmesser einer Haselnuss zu dem einer Erde. Was ist denn der Durchmesser der Haselnuss? Moment, ich wollte gerade sagen, lass uns doch mal kurz das Eichhörnchen fragen. Soll uns doch bewerfen. Das ist ein Zentimeter, sagen wir mal ein guter Zentimeter. Ja, genau. Und der Durchmesser der Erde ist. Boah, was ist denn ein. Ich hab über die Fläche Berlins zu der von Afrika. Boah, das ist echt nicht viel. Das ist echt schwierig. Ich hab noch nicht mal. Also die Dicke eines DIN A4-Blattes zur Höhe des höchsten Turms, das finde ich echt viel. Weil das ist. Wie hoch ist denn so ein DIN A4-Blatt? Wie hoch sind die? Die sind doch immer nur sehr, sehr dünn, oder? So, und das Ganze zu 1000 Metern so rund, der ist also 890 oder sowas, glaube ich. Okay, selbst das hätte ich so nicht gewusst. So um den irgendwas, das ist sehr, sehr hoch. Das ist schon, ein Meter wäre ein Tausendstel, ein Zentimeter wäre ein Hunderttausendstel, ein Millionstel, ein Millimeter. Nee, das, also 10 würde ich jetzt ausschließen. Einfach so vom, so. Was? Ich war gerade dabei, B auszuschließen, aber... Afrika ist sehr groß. Afrika hat eine größere Fläche als der Mond. Wir müssen langsam zu einer Entscheidung kommen. Ich würde A raten. Ich finde, Berlin ist A, zu... Weil die Fläche ist zu nah beieinander, das ist zu wenig, das ist zu viel. Und A kann ich mir vorstellen. Ich habe keine Ahnung. Wir wissen es nicht, wir möchten A. Wir möchten A. Wir möchten, dass A richtig ist. Und wir möchten, ja, wir würden mit A gerne weiterkommen. Oh. Ihr ratet A und möchtet gerne, dass es richtig ist. Keine Ahnung. Na. Nano ist die Vorsilbe für das Milliardstel einer Einheit. Sprich, ein Nanometer passt eine Milliarde Mal in einen Meter. Berlin hingegen passt mit seinen 891 Quadratkilometern nur knapp 34.000 Mal in den afrikanischen Kontinent. Damit man die Spitze des höchsten Gebäudes der Welt, dem Burj Khalifa, erreicht, müsste man 10.350.000 Papierblätter der Stärke 80 Gramm pro Quadratmeter aufeinander stapeln. In den Erddurchmesser am Äquator mit seiner Länge von 12.756 Kilometer passen rund 1 Milliarde aneinandergereihte Haselnüsse. Wow, 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 wow. Das müssen wir aber nicht nochmal haben. 2.500 Euro, ist das toll, oder? Aber ich habe Millionstel gesagt, war falsch. Unser Streifenhörnchen hat die Nuss geknackt. Milliardstel, nicht Millionstel, das habe ich... Ja, ja, aber egal, es war die richtige Antwort. Ja, ihr steht bei 2.500 Euro, da wollt ihr jetzt hin. Ich meine, wir kriegen es wahrscheinlich eh. Nach vielfachem Wunsch einer einzelnen Person nehmen wir total genial. Mhm. Damit ein Einmachglas nicht springt, wenn heiße Marmelade eingefüllt wird, sollte es A. in Zeitungspapier eingewickelt sein, B. am Rand mit Öl eingerieben werden oder C. auf einem feuchten Tuch stehen. Also, wenn ich Marmelade mache, meine Einmachgläser sind noch nie gesprungen. Ich habe die weder mit Öl eingerieben, noch feucht irgendwie stellen müssen. Bei mir auch nicht. Noch musste ich da zur Zeitung greifen. Was für Marmelade machst du denn gern mal selber? Kommt drauf an, was die Natur so hergibt. Quitten zum Beispiel, Kirschmarmelade. Ist aber sehr viel Arbeit. Jetzt Erdbeer-Mango habe ich gemacht. Sehr gut angekommen. Kannst du selber essen, das schmeckt mir nicht. Erdbeer-Banane ist auch sehr. Das schmeckt mir, das hätte ich gern. Also du magst kein Mango? Nee, ich mag die Mischung nicht. Aber die zweite Variante, die er gesagt hat, was war das? Erdbeer-Banane. Da sind wir im Geschäft. Mhm. Ich habe immer ein paar dabei, wir können gleich mal tauschen, wenn du magst. Mhm. So, zurück zur Frage. Am Rand mit Öl, also hier, also nehmen wir mal an, das ist das Einmachglas. Ja. Und das ist natürlich jetzt leer. Und mit Rand ist jetzt hier der obere Rand gemeint.
Und der wird mit Öl eingerieben. Was soll das physikalisch bringen? Keine Oder Ahnung. Chemisch? Nee, physikalisch, ja, wo wir reden von heißer Marmelade. Also das Stichwort ist ja heiß. Muss nicht Marmelade sein, es könnte auch, weiß ich nicht, Gelee sein oder irgendeine Flüssigkeit, aber heiß. Pflaumenmus. So, zum Beispiel. Finde ich also Quatsch. In Zeitungspapier eingewickelt, kannst du doch trotzdem springen, aber dann wird man halt nicht verletzt, falls sich Splitter löst. Die Frage ist ja, warum springt das überhaupt? Weil Hitze sich ausdehnt. Das Glattgieß geht auseinander und darum springt es. Das ist also, es muss schon sehr fest mit Zeitungspapier eingewickelt werden, oder? Und mit dem feuchten Tuch ist das wieder irgendwas mit Temperatur, wenn es unten kühl ist und dann kommt es heiß ist, das ist dann ein Stück weit nicht so schlimm fürs Glas. Auf einem feuchten Tuch stehen, das heißt, die Hitze würde dann nach unten gehen, nicht ausdehnen, sondern die wandert dann nach unten. Feucht heißt ja auch nicht gleich kalt, sondern erstmal nur feucht. Es kann ja auch heißes Wasser sein, auch mit einem heißen Wasser kannst du ein Tuch feucht machen. Jetzt bin ich raus. Ja, ist das wahrscheinlich A, ne? A ist das Papier und dann geht. Aber warum? Die Hitze? Warum? Weil sich's jetzt am wenigsten doof anfühlt als Antwort. Ja, aber was? Du bist also für gar nichts oder was? Du schließt wieder alles aus. A ist dir doof, B ist dir ganz doof. Ich hoffe, du sprichst gerade nicht mit mir. Was ist denn das für ein Ton? Hm? Ein Cis. Cis? Augen zu. Dann mach doch mal was. Oder wir geben es ans Publikum weiter. Ja, wir nehmen das Publikum. Sehr gut. Warte, Idee. Warte. Ja, ich warte. Hm? B halten wir beide für Quatsch. Komplett. Ja. Wir nehmen C. Das ist nicht mit mir abgesprochen. Wenn da jetzt mal nicht gleich das Glas springt, falls das falsch ist. Füllt man heiße Flüssigkeiten in ein Glas, kann dieses springen. Das liegt daran, dass durch den Temperaturunterschied zwischen dem sehr heißen Inneren und der kühleren Außenwand Spannungen entstehen, die das Glas platzen lassen. Um das beim Einkochen von Marmelade zu verhindern, sollte das Einmachglas auf einem feuchten Tuch stehen, wenn die heiße Flüssigkeit eingeführt wird. Die Wärme wird schneller abgeleitet und der Temperaturunterschied so verringert. Also, ich muss wirklich sagen, also, das hast du, Elton schon froh, dass er mich hat. Ja, ja, das hast du perfekt gelöst. Ja, man muss sich auch im richtigen Moment zurückhalten können. Ja, ja, genau, absolut. So, ihr steht auch bei 2500 Euro. Ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Für beide Teams noch jeweils eine Frage. Gab es überhaupt schon mal, dass beide Teams alle Fragen richtig beantwortet haben? Ja, wir hatten schon mal beide 3000, haben alles gesetzt und alles verloren. So, aber so weit sind wir ja noch gar nicht. Was hättet ihr denn gern? Ich wollte gerade sagen, lass uns erstmal clever hinkriegen. Wir wollen erstmal clever hinkriegen. Ja, ja. Hm. Welche Kleidung kann bei leichtem Wind im Sommer einen Abkühlungsvorteil bringen? Keine. A. Schwarze, weite Kleidung. B. Kleidung aus Nylon. Oder C. Eng anliegende Kleidung. So. Die Menschen, die in der Wüste leben, tragen schwarze, weite Kleidung. Ja, aber nicht alle. Aber die tragen weiße Kleidung. Nein, viel schwarz wird auch getragen. Ja. Also die Bilder, die ich habe, so durchs wilde Kurdistan bei Karl May, die haben immer weiße Klamotten. Das ist ja Quatsch. Also ist so mein Bild. Weil schwarz zieht. Schwarz einfach zieht die an und weiß würde das. Man sagt ja, in einem schwarzen Auto zu fahren in der Hitze ist immer noch heißer. Ist noch heißer als in einem. So, Kleidung aus Nylon. Also quasi eine Strumpfhose. Wenn ich jetzt eine Strumpfhose komplett am Körper trage. Ganzkörper-Strumpfhose. Und es ist ein leichter Wind. Aber es muss dann eine Blickdichte sein, weil sonst sieht es unmöglich aus. Nee, wenn du eine blickdichte Nylonstrumpfhose über den ganzen Körper trägst, kannst du keine 20 Meter geradeaus gehen. Das kann ich dir sagen. Das nennt sich Gummistiefel. Haben Nylonstrümpfe eine kühlende Wirkung? Da muss ich jetzt sagen, kann ich nicht mitreden. Ich eigentlich auch nicht. Ich mag gar nicht. Ich habe nicht gerne.
Die einen sagen so. So bei einem selber meine ich jetzt. Beim Wie ist es bei Ihnen? Werden wir jetzt ernst? Werden wir jetzt per Sie? Was gibt's denn noch aus Nylon außer Strumpfhosen? Gab es nicht früher auch mal Jogginganzüge aus Nylon? Ja. Ja, klar. Aber da schwitzt du doch ohne Ende, oder? Ich denke auch immer, in Nylon schwitzt man. Also würden wir B mal ausschließen. Ja. So. Also das, was mich bei A anlacht, ist die weite Kleidung. Ja. Deshalb würde ich, obwohl es schwarz ist, vielleicht doch auf A gehen. Es war mein erster Impuls war schwarze Weite. Ja, das war auch dein erster Impuls. Und ich bin bei der weiten Kleidung, wenn ich mir die folge, die haben immer alle weite Kleidung. Mhm. Wir nehmen A. Wir nehmen A. Wir nehmen A. A. Ja. Ja, und auch diesen Sommer können ja durchaus noch sehr warme Tage kommen mit einem leichten Wind. Und das ist gut zu wissen, wie man perfekt gekleidet ist. Sommerkleidung sollte locker und luftig sitzen. Aber auch die Farbwahl kann entscheidend sein. Ist es windstill, wird einem in schwarzer Kleidung schnell warm, denn die dunkle Farbe absorbiert die Wärmestrahlen der Sonne besonders stark. Allerdings absorbiert Schwarz ebenfalls die vom Körper abgegebene Wärme und gibt sie besser an die Außenluft ab als helle Kleidung. Weht zudem ein Lüftchen, verstärkt sich dieser Effekt. Der Wind sorgt also dafür, dass Schwarz die Wärme schneller vom Körper wegtransportiert. In unserem Beispiel bewirkt das eine 3 Grad niedrigere Hauttemperatur. Damit Glückwunsch zu 6 richtigen Antworten und Glückwunsch zu 3.000 Euro. Das Weite war nicht unbedingt. Ja, aber die haben nicht schwarz. Das hat mich irritiert. Wir haben halt gedacht, enge Kleidung nimmt den Schweiß auf und durch den Wind hast du... Aber ihr hättet wirklich C genommen? Wir hätten tatsächlich C. Oha, genau, da habt ihr ja Glück gehabt. Ja. So, dann kommen wir jetzt... Aber wir hätten ja das Publikum genommen und die hätten... Ja, das große Krabbeln. Jetzt ist das Publikum dran. Warum lassen sich Männchen einiger Gespenstschreckenarten nach der Paarung ein Leben lang von ihren Weibchen tragen? Weil sie schlau sind. Gefressen werden. A. Die Männchen verlieren bei der Paarung ihre Beine. B. Was ist das denn hier für eine Sendung? Naja, warte. Diese Uhrzeit. Ach so, okay. Kann man auch mal ein bisschen erwachsener werden. Das stimmt. B. Die Geschlechtsorgane der Partner verknoten sich untrennbar. Naja, ich lasse das alles mal wirken. Oder C. Die Männchen wollen verhindern, dass die Weibchen fremdgehen. Kommt. Also einiges kommt mir sehr bekannt vor. Also aus. Die Männchen verlieren bei der Paarung. Entschuldigt, darüber macht man keine Scherze. Das würde ja bedeuten, dass... Das glaube ich nicht. Ach so, ein Leben lang. Ach du liebe Güte, jetzt verstehe ich das erstmal. Nicht ein paar Jahre. Das wäre verhaken. Gut. Vergiss bitte, was du sagen willst. Die Geschlechtsorgane der Partner verknoten sich untrennbar. Das würde ja bedeuten, dass sie einmal miteinander... Was, wie sagt man das bei Gespenstschreckenarten? Vögeln? Und dann nie wieder, weil die Alte muss ihn ja tragen. Und die würden gerne, aber leider sind die Geschlechtsorgane verknotet. Aber dann machen sie es ja immer, ein Leben lang, da sind sie ja immer... Die sind verknotet, Alter, da kannst du nicht mehr einlochen. So, kommen wir B, oder? Wahrscheinlich. Die Männchen wollen verhindern, dass die Weibchen fremd gehen. Also damit verhindert das Weibchen ja auch, dass das Männchen fremd geht. Das wäre dann wechselseitig, das wäre sehr ausgeglichen, das wäre gelebter Schwachsinn. Könnte man aber sogar übernehmen. Ja, aber nicht heute. Und A, die Männchen verlieren bei der Paarung, wo wir am lautesten drüber gelacht haben, spontan. Ich war sofort dafür. Für A? Ja, wobei, die haben ja noch Glück. Einige fressen dann auch komplett ihren Partner. Das bezeichnest du als Glück? Nein, wenn die nur ihre Beine verlieren. Der hat keine Beine, den fresse ich nicht. Den trage ich lieber. Also ich fände A super, weil ich möchte den Film auch dazu sehen. Wobei, ich würde die verknoteten Geschlechtsorgane viel lieber. Also wir müssen das nicht beantworten. Wir nehmen auf jeden Fall das Publikum, aber du kannst ja was mitgeben. Nee, ich will die da nicht beeinflussen. Dann vertraue ich natürlich ganz auf die ganz allein im Publikum. Intuition der Zuschauer. Gut. Aber meine Meinung habe ich ja schon gesagt. Ja, ich habe auch eine Tendenz. Oh. Ah, sehr gut. Ah. A, B, C.
Aber wenn... Ich sag euch eines aus der Erfahrung, wenn jemand so schnell aufsteht, dann hat er in der Regel eine Ahnung, ja, weil sonst zögert man einfach länger. Hi. Hallo. Annika. Hallo. Hi. Annika. Aus? Hamburg. Ja, was ist denn eigentlich eine Gespenstschrecken? Schrecke. Ich nehme mal an, so was Ähnliches wie auch Stabheuschrecken oder Gottesanbeterinnen oder Ähnliches. Und ich vermute, es ist A, dass der Mann sozusagen oder dass das männliche Tier die Beine dann zum Fressen hergibt, sozusagen wegen vielleicht anstrengendem Geschlechtsakt und so. Und ja. Okay. Das wäre jetzt meine Vermutung. Ich bin mir nicht 100% sicher, aber das scheint mir am sinnigsten. Okay, also du hast Antwort A und folgst damit ja auch so ein bisschen dem, was, hier, was Christoph gesagt hat. Und jetzt bin ich sehr gespannt auf den Film. Ob ich mich freue, weiß ich noch nicht. Gespenstschrecken sind in allen tropischen und subtropischen Gebieten der Erde zu finden. Besonders kurios, die Männchen einiger Unterarten lassen sich nach der Paarung ein Leben lang von ihren Weibchen auf dem Rücken tragen. Man nennt dies Mate Guarding, zu Deutsch Partnerbewachung. Die Männchen wollen so verhindern, dass sich andere potenzielle Partner mit ihrer Angebeteten paaren können. Es ist noch Antwort C. Ja. Aber wir haben ein spannendes Finale. Jetzt müsst ihr die Daumen drücken. Das kann immer noch klappen. Ja? Bis gleich. Schauen wir mal. Ja. So, wir haben einen Zwischenstand vor diesem letzten kleineren Finale. Das große kommt ja noch. Bernhard und Iris Berben haben 3.000 Euro erspielt. Elton und Christoph Maria Herbst 2.500. Und jetzt kommen wir zur Entscheidung, wer nimmt als Dritter und Letzter auf dem noch freien Platz gleich hier seine Position ein und wird Josephine Preuß und Atze Schröder ins Halbfinale folgen. Hier ist unser drittes Finale. Die Kategorie, aus der die Masterfrage kommt, ist Auto. Sein. Wann ist der erste Wagen gefahren? Wie fährt man rückwärts? Was bedeutet? Was verbraucht man? So, ich bitte euch zu setzen. Quatsch, natürlich will ich gewinnen. Ich sag nicht, dass sie alles gewinnen. Komm, nun mach. Ja. Dann schauen wir mal. Hier ist die dritte Masterfrage des heutigen Abends. Es geht auf Zeit, ne? Wie alt ist in Deutschland ein zugelassener PKW durchschnittlich? A. 6,2 Jahre, B. 9,4 Jahre oder C. 13,3 Jahre. Ihr habt 20 Sekunden. Ab jetzt! Das ist ja noch wechseln. Ich habe keine Ahnung. Das ist bestimmt eher 3 Jahre. Ich glaube, es fahren so fassbar alt. Ausländischen. Was? Nicht. Hm? Ja, es ist also wirklich. Was hast du doch noch gesagt? Oh, das sind aber gemeine Fragen. Ja. Alles gut. Ja? Ja, klären wir später. Okay. Hier gab es noch kurze Unklarheiten. Überhaupt nicht. Nein, auf keinen Fall. So, dann gucken wir mal, was Bernhard und Iris gesetzt haben. 3.000 Euro haben sie erspielt und gesetzt haben sie 2.000. Elton und Christoph Maria haben 2.500 erspielt und gesetzt 2.000. So, auf welche Antwort habt ihr denn getippt? Bernhard und Iris haben getippt auf Antwort C. Ja, ey, es beruhigt euch mal da hinten. Elton und Christoph Maria haben getippt auf C. Mann, jetzt beruhigt euch mal. Alles gut. Ich war auf B und dann fing auf wir waren auf B. Und dann fing auf einmal an, ja, aber denk noch mal dran, wie viel unfassbar alte Möhren durch Deutschland fahren. Und dann habe ich mich in der letzten Sekunde noch umentschieden. Genau das ohne, ich auch. Ohne es mit mir abzusprechen. Mein erster Gedanke war 3 Jahre. Und dann dachte ich, nee, das kann nicht sein, die sind doch ja, wenn man sie abmeldet, ja immer noch da. Im Jahr 1960 zum Beispiel, ne?
da waren es im Durchschnitt 1960, ne, waren es im Durchschnitt 3,6 Jahre. Ja gut, da gab es die Autos ja erst seit 3,6 Jahren. 3,6 Jahren. 5 Jahren. Ja, oder die Erklärung ist, die haben nicht so lange gehalten. Ja, ja. Das ist die Erklärung. Ne? Oh Mann. Am 1. Januar 2018 betrug das durchschnittliche Alter von Pkw in Deutschland rund 6,2? 9,4? 9,4 Jahre. Antwort B ist richtig. Und hallo. Damit bleiben bei euch. Und damit bleiben bei euch 1.000 Euro übrig. Und ihr gewinnt Runde 3. Liebe Iris, Glückwunsch. Wir kommen gleich zu dir. Ich sage nur mal ganz kurz, 1.000 Euro für euch heißt für jeden von euch 11,90 Euro. Jawohl. So, die beiden gehen jetzt zur Paartherapie. Also mir hat es Spaß gemacht, ich befürchte. Nee, alles gut. Wir sehen uns aber auf dem Parkplatz gleich noch. Ja, ja, genau. Danke, Christoph Maria. Dankeschön. Und liebe Iris, du kommst mit mir. Nee. Und nimmst Platz neben Josephine Preuß und Atze Schröder. Oh. Bitteschön. Ja, so ist er, so ist er. So, Bernhard und Elton haben jetzt einen kurzen Moment frei, denn wir werden diese kurze Zeit nutzen, jetzt zu klären, wer von euch dreien, also die zwei von euch dreien, wer das sein wird, der dann ins ganz große Finale einzieht und um die 50.000 Euro für einen guten Zweck spielt. Und das tun wir im Halbfinale auf unserem heißen Stuhl. Und der Atze hat gesagt, Gentleman wie er ist, ne, geht er auch als Erster hoch. Okay. Also es geht darum, dass ihr eine Minute lang von mir Fragen gestellt bekommt. Offene Fragen, die ihr beantwortet. Wenn ihr es nicht wisst, einfach weitersagen. Wer am Ende die meisten richtigen Fragen auf seinem Konto hat, zieht ins Finale ein. Sollten zwei, also gleich viele oder alle drei gleich viele richtige Antworten haben, dann werden wir ein kleines Stechen noch durchführen müssen in Form einer Schätzfrage. Ja, wir haben ja die Zeit. Ja, ja, wir haben die Zeit, wir haben die Zeit. Ja, der Sommer ist noch lang. Ja. Gut, dann würde ich sagen, herzlich willkommen unserem Notar aus Hamburg, Herr Dr. Diem. Er kommt mit den Umschlägen und den Fragen. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ja, das freut mich auch. Ich hoffe, Sie haben sich gut amüsiert bis hierhin. Wunderbar. Was gelernt? Ja, jeder absolut. Ne? Hier nimmt man immer was mit. Wir sehen uns nachher nochmal wieder. Drei Umschläge haben wir. Da sind die drei Fragensets drin, jeweils mit A, B oder C gekennzeichnet. Mhm. Du hast die Möglichkeit, ich mische das jetzt nochmal durch. Ja, und ist nicht wie im Hütchenspiel. Ja? Hier gewinnt jeder Umschlag. Da ist was drin. Dann nehmen wir den. Nimmst du den? Okay, dann lege ich die anderen hier ab. Und für unsere Kollegen von der Technik, das sind die Fragen mit dem Buchstaben C. Und damit, lieber Atze, die Zeit läuft mit der ersten zu Ende gestellten Frage. Du bist bereit? Ja. Ihr schaut euch das gut an. Atze legt vor. Toi, toi, toi. Frage Nummer 1. Bei wie vielen Zwergen lebte Schneewittchen? 7. Richtig. Wie wird die Schwester des Ehepartners genannt? Weiter. Schwägerin. In welchem Land liegt die Gebirgskette Dolomiten? In Italien. Richtig. Was für ein Gemüse ist der Hokkaido? Keine Ahnung. Weiter. Kürbis. Wie heißt die Hauptschlagader des Menschen? Weiter. Aorta. In welcher US-Boyband sang Justin Timberlake? NSYNC. Richtig. Wie viel Prozent der Stimmen muss eine Partei mindestens erzielen, um in den Bundestag einzutreten? 5%. Richtig. Welche Tiere kommen beim klassischen Polo zum Einsatz? Pferde. Richtig. Wie viele Minuten haben 4 Stunden? 240. Richtig. Unter welchem Namen ist die große Messe für Computer in Hannover bekannt? Cebit. Richtig. Welcher Heerführer überquerte im Jahr 2018 Hannibal. Fokus? Richtig. In welchem Ozean liegt die Insel Neufundland? Im Atlantik. Richtig. Zu welcher Galaxie gehört unser Sonnensystem? Weiter. Milchstraße. Bei welchem Flocati
Bei einem Flocati handelt es sich um einen Teppich. Ach so, okay. Ja, das wäre die Frage gewesen. Es waren 9 Achse. Ah. 9 richtige Antworten. So. Ja, sehr gut, Atze. Josephine. Ja. Mindestens 9. Oh, mindestens, ja. Mindestens 9 oder auch gerne ein paar mehr. Und ja, dann, sonst müssen wir schauen, wie viele Iris dann beantwortet. Nein, macht ihr das mal. So, auch du. Einmal ziehen. Wo ist dein Herz da? Oh, auch bei mir ist es auf der linken Seite. Es sind die Fragen A. Und auch für dich gilt, die Zeit läuft mit der ersten Frage, wenn ich sie zu Ende gestellt habe. Bist du bereit? Ja. Gut. Konzentration. Hier kommt die erste Frage. Welches Tier wird als des Menschen bester Freund bezeichnet? Richtig. In welcher Stadt steht das Weserstadion? Weiter. Bremen. Ja. Was Hänschen nicht lernt, lernt? Hans Nimmermehr. Richtig. Welcher Frischkäse gehört in ein klassisches Tiramisu? Weiter. Mascarpone. Mit wem ist Prinz William verheiratet? Catherine. Ja, richtig. Die Quadratwurzel von 25 ist? 5. Richtig. Wie heißt der Federwechsel bei Vögeln? Weiter. Mauser. Gründonnerstag ist der Tag vor? Karfreitag. Richtig. Wer schrieb Max und Moritz? Wilhelm Busch. Richtig. Wie heißt das Parlament des Staates Israel? Knesset, richtig. In welcher Maßeinheit wird die Temperatur in Alaska offiziell angegeben? Kelvin. Nein, Grad Fahrenheit. Welches ist das größte Säugetier der Welt? Blauwal. Richtig. Welcher Fluss durchfließt den Grand Canyon? Weiter. Welches alkoholische Getränk ist in einem Radler enthalten? Bier und... Das war zu spät. Ja. Ah, aber es waren 8 richtige Antworten. Sehr gut. Sehr gut. Danke dir. Wow. Man muss ja immer bedenken, dass das alles unter immensem Druck und auch unter immensem Zeitdruck passiert. Ja. So, Iris. Ja. Jetzt nochmal. Wenn es ist der Umschlag mit den Fragen B. Wenn es 8 richtige Antworten wären... Kein Druck aufbauen. Nein, nein, ich sage nur, dann würdest du mit Josephine ins Stechen gehen. Das ist auch Druck. Ja. Sind es mehr als 8, dann ziehst du mit Atze ins Finale ein. Das ist Überdruck. Ja. Okay. Bereit? Ja. Konzentration. Hier ist die erste Frage. Ein bekanntes Märchen heißt die Prinzessin auf der Erbse. Richtig. Wie nennt sich die Hartgummischeibe beim Eishockey? Puck. Richtig. Auf welcher Autobahn fährt man von Dortmund nach Magdeburg? Weiß ich nicht. A2. In welcher TV-Straße wohnen Elmo, Graf Zahl und Grobi? Weiter. Sesamstraße. Wer ist in der römischen Mythologie die Göttin der Liebe? Amor. Nein, Venus. Venus. Wie heißt die Frucht der Heckenrose? Weiter. Hagebutte. In welcher Boygroup sang Robbie Williams vor seiner Solokarriere? Wham. Nein, Take That. Nein, ach, scheiße. Ja? Wie heißt das runde Schiffsfenster? Weg, weiter. Bullauge. Wie werden schwarze Leoparden genannt? Weiter. Panther, ganz ruhig. In welcher Urkunde wird eine Erfindung geschützt? Weiter. Patent. Welches Obst wird in Österreich als Marille bezeichnet? Weiter. Ist das Schlimme jetzt? Wie viele Liter entsprechen einem Kubikmeter? Oh, weiter. 1000. In welcher Stadt steht der Geldspeicher von Dagobert Duck? Ja. Entenhausen. Oh, wenn man einmal runter ist von der Straße, oder? Dann kommt man nicht mehr rauf, ne? Oh. Nein, ich weiß. So schade. Liebe Iris, das waren, komm zu mir, ihr dürft ruhig aufstehen. Das waren in diesem Fall 2 und wir alle wissen, dass du die anderen auch alle gewusst hättest, aber dann sitzt man da oben und dann macht man auf einmal. Ja. Also, wir haben 2, die ins Finale einziehen und das sind Josephine Preuß und Atze Schröder. Und wir haben einen ganz wunderbaren Premierengast, die das toll gemacht hat. Es hat ganz viel Spaß gemacht. Großen Applaus, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Iris Berben. Vielen Dank. Vielen Dank, sag ich auch. Genau, nichts liegen lassen. Danke, Iris Berben. Dankeschön. So, und ihr beiden
Ihr beiden habt jetzt vor dem großen Finale noch einmal die Qual der Wahl. Du hattest ja die meisten richtigen Antworten jetzt auf unserem heißen Stuhl. Das heißt, du darfst dir aussuchen, mit wem, mit welchem unserer beiden Teamkapitäne du im Finale spielen wirst. Aber guck sie dir erst noch mal gut an. Hier sind sie zurück. Bernhard und Elton. Atze, du hast das Erstwahlrecht. Du musst es entscheiden. Ich muss es? Du musst es entscheiden. Okay, dann bleibe ich in meinem Stall, dann bleibe ich bei Bernhard. Und du warst ja auch durchaus erfolgreich. Ja, ja. Sie wäre sowieso zu dir gegangen. Na, ich hab's versucht. So, jetzt aber Stimmung! Wir brauchen euch! Ja. Gedrückt ist angelockt. Also kann ich Never change a winning team. Okay. Ne? Weil es geht so. Jetzt nicht. Ich bin jetzt nur beratend. Ihr seid bereit? Nur beratend. Ja. Ja. Atze hat sich für Bernhard entschieden und Josephine hat gesagt, ich wäre sowieso zu Elton gegangen. Hey. So, damit ist alles bereit für unser großes Finale. In unserem großen Finale wird die Entscheidung fallen, wer gewinnt die 50.000 Euro für einen guten Zweck, Atze Schröder oder Josephine Preuß? Josephine, bis hierhin war das doch eine sehr gelungene Premiere, oder? Ja, für den ersten Besuch in einer Quizshow würde ich sagen, es ist doch sehr, sehr gut gelaufen und Atze hat sich wiederholt von seiner besten Seite hier gezeigt. Ja. Dann auch hier. Darf ich noch mal Herrn Dr. Dien begrüßen mit den Masterfragen fürs Finale. So, ich wünsche Ihnen einen schönen Sommer, einen schönen Urlaub, wenn er noch bevorsteht. Vielen Dank, ja? Ist schon gewesen. Oh, ist schon gewesen. Dann hoffe ich, einen schönen Urlaub gehabt zu haben und wir sehen uns zur nächsten Sendung. Bis dann. Ja? Herr Dr. Dien, Dankeschön. Der Notar unseres Vertrauens hier aus Hamburg. So, Atze, auch hier kannst du jetzt noch mal von deinem Wahlrecht Gebrauch machen. Okay, das ist der Umschlag, den Atze gezogen hat. Ja, ich bin ein komplizierter Mensch. Oha, ob das jetzt noch gültig ist. Das sind die Fragen A, die an euch, an dieses Team gehen. Das und riesig. Aller Richtigkeit halber müsste jetzt hier ein B drin sein. Zum Glück, die Fragen B gehen an euch. Jetzt heißt es, wer zuerst 3 richtige Antworten hat, gewinnt Zeit, 60 Sekunden. Das Finale. Ihr habt 60 Sekunden Zeit zu überlegen bei jeder Frage. Ja, ist sehr klar. Ne? Ihr, Bernhard und Elton sind jetzt im Finale nur noch beratend tätig, da es ja um euren Gewinn geht. Atze und Josephine müsst ihr schlussendlich die Entscheidung treffen. Seid ihr bereit? Aha. Dann kommt hier die erste Masterfrage für Atze Schröder und Bernhard an der Seite. Bei welcher Pflanze handelt es sich hierzulande um einen Sommerblüher? A. Tulpe, B. Chrysantheme oder C. Hortensie? Die Zeit läuft. Jetzt schon weg. Ich habe keine Ahnung. Ich bin da wirklich... Ihr könnt euch frei austauschen natürlich dazu. Die Tulpe ist eine Zwiebel, das kann ich dir sagen. Aha. Sie sehen denn... Keine Ahnung, ich tippe jetzt einfach irgendwo durch. Okay, du sagst Antwort C, Hortense. Ich habe auch keine Ahnung. Die Hauptsaison der Tulpen ist März bis Mai, ist also ein Frühjahrsblüher. Die Chrysantheme findet man vorzugsweise im Herbst und die Hortensie ist ein Sommerblüher. Ja, Gott sei Dank. Totales Glück gehabt. Das merke ich mir mal. Sehr gut. Man muss nicht immer was wissen, man kann auch mal Glück haben im Leben. Ja. So, erste Frage für Josephine Preuß. In Brasilien bezahlt man offiziell mit A. Peso und Centimo, B. Dollar und Cent oder C. Real und Centavo. Real und Centavo. Ich hätte Peso und Centimo gesagt, aber kann sein, Zeit Dollar läuft. Und Cent glaube ich auch nicht, obwohl offiziell haben die gewechselt, kann ich mir aber nicht vorstellen. Und Peso und Centimo sind eher Spanien, Spanisch und Brasilien ist ja Portugal. Ja, dann hast du recht, ja. Also,
Wer weiß. Ja, also, der 100 Centau sind genau ein Real und das in Brasilien. Richtig. Ich hab schon mal gehört, Brasilien ist Real. Damit steht es 1:1. Nächste Frage für Atze. Wer kann bei seinem Amtsantritt jünger als 40 Jahre alt sein? Nicht der Bundespräsident. A. Bundespräsident, B. Bundesverfassungsrichter oder C. Bundeskanzler? Also der Präsident definitiv nicht. Der muss 40 sein. Und vom Bundeskanzler habe ich noch nie eine Altersgrenze gehört. Ich auch nicht. Ich würde auch. Ich würde auf. Ja, ich würde auch C nehmen. Ja, dann mach. Ja, dann mach doch. Sie haben ja schließlich schon 9 Sekunden überlegt. Ja, ja. Das kann ja auch ein System sein, immer auf C zu setzen. Ja. Der Bundespräsident muss in der Tat mindestens 40 Jahre alt sein. Ein Bundesverfassungsrichter ebenfalls. Ah. Aber ein Bundeskanzler, da reicht es, wenn man mindestens 18 Jahre alt ist. Richtige Antwort. Und damit der zweite Punkt für Atze Schröder. Josephine, nächste Frage. Welche Prüfung lässt sich in Deutschland beliebig oft wiederholen? A. Führerscheinprüfung, B. Erstes Staatsexamen in Jura oder C. Gesellenprüfung? Die Zeit läuft. Führerscheinprüfung kann man, glaube ich, 3-mal verkacken und dann muss man ein bisschen warten. Also ich glaube nicht unendlich. Irgendwann sagen sie dir, komm, lass es am besten sein mit dem Fahren, du bist nicht geeignet. Staatsexamen glaube ich auch nicht, da geht es um was. Gesellenprüfung, warum nicht? Du machst da eine Gesellenprüfung, dann ist es nicht deins, dann entscheidest du dich nochmal um, eine andere. Ist ja, aber ich glaube, es geht in einem Fach und da darfst du, glaube ich, 3-mal und dann darfst du es nicht mehr in dem Bundesland machen, dann musst du das Bundesland wechseln. Deswegen, ist ja okay. Deswegen hätte bin ich ein bisschen für das Staatsexamen. Okay. Aber ich weiß es tatsächlich nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich kann dir da auch null helfen. Also wahrscheinlich ist es die Führerscheinprüfung. Nee, Führerschein darfst du nicht so oft. Du hast irgendwie, irgendwann dann sagen sie dir, lass es. Wir müssen, oder? Ja, dann tipp irgendwas ein. Nee, mach du. Du musst dich entscheiden, leider. Schnell. Für B. Du hast auf B gedrückt. Gut, dass du nicht auf die Gesellenprüfung gedrückt hast. Ja. Denn für die hat man nur 3 Versuche. Das ist okay. Hab ich ja gesagt. Ja, ja. Dann musst du, aber du kannst in einen anderen Bund, weil ich bin 2-mal durch die Prüfung gefallen, dann bei der dritten gerade mit 0,5 Punkten habe ich es bestanden. In Niedersachsen hätte dann in Hamburg irgendwie die machen können. Aber du darfst sie nur trotzdem drei. Und wenn du alle, kannst du nicht mehr. Jetzt hast du ja bei uns ein Zuhause gefunden. Auf Führerschein? Deswegen hätte ich C auch ausgeschlossen. Deine okay. Bestimmung. Aber lass das nicht Führerschein sein. Das erste Staatsexamen in Jura, dafür hat man genau 2 Versuche. Der Führerschein wäre es gewesen. Den kann man beliebig oft machen, sowohl Theorie als auch Praxis. Ja, bis man es endlich kann. Ach, wieso habe ich es dann beim ersten Mal so... Das heißt, erster Matchball für Atze Schröder. Ja, schnell. Ja, ja, noch nicht. Noch nicht. Wir haben schon alles erlebt hier. Wenn Atze die nächste Frage richtig beantwortet, dann hat er die Sendung gewonnen. Dann gewinnt er die 50.000 Euro für den guten Zweck. Wenn nicht, geht's weiter. Die Frage... Die vielleicht alles entscheidende Frage. Wie heißen Donald Ducks Neffen Tick, Trick und Track im Englischen? A. Tick, Tack und Toe. Nee, das ist das Spiel. B. Hui, Dewey und Louie. Oder C. Dick, Rick und Nick. Ihr habt 60 Sekunden. Ab jetzt. Ja, wenn jetzt Bastian Pastewka hier säße, dann wären wir schon fertig. Ja. Ja. Bastian Pastewka kommt bestimmt noch mal in unsere schöne Sendung, aber der arbeitet noch an seinem Trauma, das er beim letzten Mal mitgenommen hat. Ja, da ist er nämlich mit einer Fernsehfrage hier leider gescheitert. Ach, das habe ich, glaube ich, gesehen. Ja. Da habt ihr beide... Was fühlst du denn? Im Deutschen versucht man das sicher nachzumachen, also phonetisch. Dick, Rick und Nick. Rick und Nick. Hui, Dewey und Louie. Ich habe keine Ahnung. Tic Tac Toe ist das Spiel, ob die das jetzt gemacht haben. Dick, Rick und Nick. Also B oder C? B oder C. Hui, Dewey und Louie. Hui, Dewey und Louie. Ich weiß nicht. Vom Gefühl. Ich hätte ja auch gefühlt. Ja, B vom Gefühl.
Donalds Neffen, Tick, Trick und Track heißen im Englischen Tick, Tack und To. Nicht. Ah, nicht. Ah. Nein. Nett. Hui, Dui und Lui. So heißen sie, das ist richtig. Und damit gewinnt Atze Schröder im vielleicht schnellsten Finale aller Zeiten. Glückwunsch. Danke, danke, danke. Damit gewinnt Atze Schröder die 50.000 Euro für herzlichen Glückwunsch. Der Atze wird das sicher auf seine ganz eigene Art und Weise wieder gut machen. Er könnte dich ja zum Beispiel mal bei den Superpaukern besuchen. Ja, sage ich gerne, Montagabend, 22 Uhr im NDR Fernsehen. Ist auch eine tolle Sendung, moderiert Elton. Ja, wenn du da noch nicht warst, musst du unbedingt mal vorbeischauen. Eine Dummheit, da nicht hinzugehen. Ja, ja, absolut, ja. Absolut. Ja, 50.000 Euro für einen guten Zweck. Ja. Wo geht das Geld hin? Das geht an Madame Fo Ghana, die Ghana-Hilfe von Bettina Landgraf in Westafrika. Ja. Wir haben zusammen da schon verschiedene Projekte durchgezogen. Mhm. Und dies geht jetzt speziell an das Kinderheim in Ho für ehemalige Sklavenkinder, also die 50.000, an Madame Fo Ghana. Da wird sicherlich jetzt die Hölle los sein, da werden sich alle riesig freuen. Ja. Liebe Josefine, das hat ganz viel Spaß gemacht. Ja, du bist jederzeit herzlich willkommen. Josefine Preuß, meine Damen und Herren. Atze Schröder, unser Sieger heute. Bernhard, vielen Dank. Elton, vielen Dank. Ja. Und wir sehen uns morgen Abend. Wir sehen uns morgen Abend wieder mit den lieben Kollegen Hubertus Meyer-Burkhardt, Stefanie Stumpf und Jörg Pilawa. 21.45 Uhr, kaum zu glauben, im NDR Fernsehen. Sollten Sie mal reinschauen, wenn Sie da noch nicht dabei waren. Ansonsten wissen Sie ja, welcher große Spaß Sie da erwartet. Einen schönen Samstagabend noch. Viel Spaß jetzt mit den Tagesthemen. Und haben Sie noch ein schönes restliches Wochenende. Tschüss, machen Sie es gut.